Das wird der Max sein. Seine königliche Hoheit, Prinz Max in Bayern. Pardon. Major Freiherr von Kriegelstein. Major Freiherr von Kriegelstein, persönlicher Adjutant seiner königlichen Hoheit des Prinzen Max. Was soll denn das heißen? Majestät, seine königliche Hoheit, Prinz Max, ist gegenwärtig nicht ganz momentan. Das heißt, er ist nicht in der Lage, der allerhöchsten Einladung zu folgen. Ist er krank am Ende? Am Ende ist er nicht krank. Am Ende wird die Genesung stehen, Majestät. Ich würde ihm halt meinen Leibarzt schicken. So geht ich, Majestät. Allein es ist nicht der Leib, woran es ihm gebricht. So? Woran denn sonst? Seine königliche Hoheit hat eine unwiderstehliche Lust angewandelt, sich zurückzuziehen. Und zwar, wie es seinem hohen Stande gemäß ist, in ein hochgelegenes Gebiet des benachbarten Landes. Mit einem Wort, der gute Max lässt uns alle hier sitzen und geht am Dachstein auf einen Bock. Majestät. Ist das wahr? Ja oder nein? Jein. No. Bedenken, Eure Majestät, doch die quälende Alternative seiner königlichen Hoheit. Eure Majestät oder der Bock. Der Bock hat in Kürze Schonzeit, was bei Eurer Majestät nicht im selben Maße zutrifft. Das ist ja großartig. Der Max sitzt am Anstand und Sie schießen ja einen Bock nach dem anderen, mein lieber Kriegelstein. Zu gütig, Majestät. Na, wenn er Ihnen und dem Max nicht doch einmal das Lachen vergeht. Auf jeden Fall sagen Sie meinem Vetter, das ist das letzte Mal, dass ein Auge zugedrückt wird. Sakrischer Schütz. Das ist doch gar nichts. Mich sollen Sie sehen, wenn ich ziele. Melde mich zurück, Hoheit. Keine Angst, die Büchse ist schon leer gepfeffert. Also, Kriegelstein, was war in München los? Ja, ich habe befehlsgemäß den dunklen Schleier der Ungewissheit über unseren Verbleib gebreitet. Allein der Adlerblick seiner Majestät... Ja, und? Weiter? ...hat ihn gelüftet. Ja, also mit anderen Worten, Sie haben sich wieder einmal verplappert und alles verraten. Ja, nicht direkt. Seine Majestät hat mit prophetischem Weitblick mir auf den Kopf zugesagt, wo sich Hoheit befinden. So habe ich mir das vorgestellt. Was sollte ich tun, Hoheit? Ja, und wie hat der König reagiert? Es war aus seinem Verhalten nicht zu entnehmen, ob er zornig ist. Ja, zornig bin ich. Hoheit. Aber auf Sie? Seit Monaten freue ich mich auf diese paar Tage hier endlich einmal tun und lassen können, was man will. Damit ist es jetzt vorbei.
wenn man in der Residenz weiß, wo ich bin. Hoheit, wenn ich einen Vorschlag machen dürfte. Wir wechseln ganz einfach dieses Jagdrevier. Es muss ja nicht unbedingt Hochwild sein. Es gibt doch noch andere leichtfüßige Gemsen in dieser Gegend. Wir können doch nicht so ohne weiteres. Warum nicht? Offiziell reisen Hoheit ab. In Wirklichkeit aber begeben sich zwei bildhübsche Gesellen. Aha. Und wer ist der Zweite? Sie, Hoheit. Danke. Begeben sich unter das Volk. Unerkannt, sozusagen inkognito. Ängste, Fühlungnahme mit den Kindern des Landes, insbesondere den weiblichen, den süßen Frauen, gegebenenfalls Jungfrauen, nach dem Beispiel des olympischen Vaters des omnipotenten Zeus. Halleli. Das könnte man ja mal probieren. Ach, nun los, los, Dalli, mal ein bisschen fixer. Also bevor die Bayern einen Koffer aufladen, da sind wir Preußen schon dreimal verreist. Wenn man sich schon, meine liebe Blankenfels, seit 20 Jahren an Sie gewöhnt hat, können Sie nicht auch noch verlangen, dass wir hier zu Preußen werden, nur weil wir einmal verreisen. Schon gar nicht, wenn wir nach Österreich fahren werden. Was ist denn? Macht Sie das nervös, ja? Im Ernst? Verzeihen Sie, Gräfin Sentag, ich bin ein stiller, ruhiger, bescheidener. Ich möchte beinahe sagen, wortkarger Mensch. Ja, das wissen Sie ja selbst. Aber das ist bestimmt kein Zufall, dass Prinzessin Ludovica alle heiklen Dinge immer von mir erledigen lässt. Na ja, na ja. Haben Sie mein Kind schnell raus mit den Sachen? Gehen Sie, gehen Sie, gehen Sie. Ich habe eben meine Erfahrungen. Na, darum das viele Gepäck. Ach bitte, ja, bitte. Eine Dame ohne Gepäck, das ist wie ein Schulreiter ohne Pferd. Das ist gut, was? Von mir. Also, wenn man Sie so reden hört, meine liebe Blankenfeld, könnte man wirklich meinen, dass nicht Sie uns nach Gmunden begleiten, sondern dass die Prinzessin Ludovica und ich mit Ihnen reisen. Das ist lustig. Pardon, konnte wieder mal mein Temperament nicht zügeln. Dabei halte ich mich in Ihrer Gegenwart schon immer so im Zaum. Königliche Hoheit, Ihre Reisetoilette, die Tiere werden Sie beschmutzen. Man muss doch Abschied feiern dürfen, wenn man ein paar Wochen wegfährt. Müsste man eigentlich auch sein Gepäck kontrollieren, Hoheit? Wozu? Ich weiß doch, liebe Blankenfeld, dass Sie packen. Da hat jeder das gehabt, was ihm Freude macht. Ich habe meinen Hunden und Sie haben hier den Wirbel gemacht. Ich mache Wirbel, Hoheit? Ich habe noch nie Wirbel gemacht. Ja, pardon, jetzt habe ich doch meine Reisetasche vergessen. Na, so. Adieu, liebste Mama. Auf Wiedersehen, Liebling. Auf Wiedersehen, Onkel Karl. Und bitte sag der Mama, sollst du keine Sorgen um mich machen. Versprich mir, dass du immer gut auf dich achtest, ja? Recht gute Erholung. Und nicht vergessen, immer Tante Nau. Pardon, eine kleine Verzögerung. Das war nicht meine Schuld. Gulden und 28 Kreuzer, das reicht doch für uns beide nie im Leben. Natürlich nicht, da kann eben nur einer weiterreisen, du oder ich. Was? Weißt du, was wir würfeln? Wer mehr Augen wirft, fährt weiter nach Dresden. Und der andere? Ja, der muss die nächste Station aussteigen. Und darum willst du mit mir würfeln? Ja, natürlich. Du, das ist unmoralisch. Ja, okay, komm schon, würfel, wo ist der Becher? Tag 5. 5. 6. 6? Ja, das ist viel. 3. Du hast verloren und musst in Hallstatt aussteigen. Was, und du willst mich so ganz ohne Geld? Na, warum nicht? Na ja, einen Gulden kann ich dir da lassen. Na, sehr nobel ist das nicht. Na, bitte. Nächste Station, Hallstatt! Ihnen. Kann ich ein Zimmer für mich bei Ihnen haben? Leider, eins wäre noch frei, das ist aber für den Obersteiger aus Berchtesgaden reserviert. Ich zahle 50 Kreuzer. Leider. Einen Gulden. Leider. Einen Gulden 50. Aber ich sage Ihnen doch, dass ich keins frei habe. Ich,
Ich kenne mich mit Ihnen nicht aus. Sie zwinkern ja fortwährend. Aber lieber Herr, das ist doch kein Zwinkern. Das ist das Nervenleiden eines Helden. Interessant. Ja, bitte, wenn es Sie interessiert, kann ich es Ihnen ja erzählen. Es war bei der Schlacht von Aspern. Ja, Vater, die Geschichte kennt doch eh schon jeder. Sei ruhig, das ist doch ein Fremder, ein Zugraster, der hört das zum ersten Mal. Also war bei der Schlacht von Aspern. Wir stürmen. Erzherzog Karl voran, ich daneben, das heißt hinter ihm, wie sich das gehört. Die Franzosen weichen, wie sich das gehört. Nur eine Batterie feuert noch, auf einmal. Ein fürchterlicher Knall. Die Angst? Angst. Ein Kanonenschuss. Um ein Haar und die Kugel hätte mich getroffen. So nah habe ich dem Tod ins Auge gesehen. Und seither zwinker ich, mit Verlaub. Sie sind ja ein Held. Ich sehe, der Herr sind ein Patriot, Stasi. Der Herr bekommt das Löwenkabinett. Ich bin Ihnen sehr dankbar dafür. Sie geben es auch keinen Unwürdigen. Ich habe nämlich schon mit dem Prinzen Max von Bayern aus ein und demselben Bierkrügel getrunken. Was? Ja, gestern in Gosau. 3 Tage, nachdem der Prinz weggefahren war. Stasi! Der Herr bekommt das Napoleonzimmer. Und warum das Ganze? Nur wegen dem Prinzen Max von Bayern. Ist möglich, mein Stasi. Der Prinz Max? Ja, inkognito. Inkognito? Ihr habt glaubt in Gosa? Inkognito, das heißt doch unerkannt. Heimlich. Ach so. Ja. Ein Schürzenjäger soll er sein. Der Prinz Max. Ein ausgesprochen fescher Mensch soll er sein. Ja, nur der wird so manchen Madel den Kopf verdrehen. Aber er kann doch auch alt sein. Aber der König ist alt, der Prinz ist immer jung. Er soll sein Hundeliebhaber sein. Und spülen soll er. Karten. Ja, und auch jedes Instrument. Es heißt, dass er auch mit Uhren gut umgehen kann. Inkognito. Also Stasi, jetzt gib schon endlich nur mit deinem Prinzen nach. Naja, es kommt doch schließlich nicht alle Tage vor, dass so ein hoher Herr in unsere Gegend kommt. Es ist ja gar nicht gesagt, dass er zu uns her nach Hallstatt kommt. Aber möglich wär's. Darum muss man jetzt jeden Fremden genauestens beobachten. Schau, aber Stasi, wenn er nicht erkannt sein will. Man muss es ihm ja nicht sagen, dass man ihn erkannt hat, wenn man ihn erkannt hat. Also ich kann mich auf dich verlassen. Sofort, wenn du in Dresden angekommen bist. Ich zum Grafen Plaketti. Gut, und was weiter? Und veranlasse, dass ich dir mit dem nächsten Kurier das Geld schicke. Ausgezeichnet. Also, angenehme Reise. Danke. Wiedersehen. Gnädiger Herr. Ach ja. Na. Untertänigster Dank. Ein nobler Herr ist gerade angekommen. Ein guten Trinkgeld hat den Kutscher gegeben. Na. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Sie können die Koffer da herstellen. Ja, du bist ja ein schönes Hundi. Ah. Du, das könnte er sein. Schau doch, wenn ich lieber zu unserem Hund ist. Da geht der schaut doch nicht wie ein Prinz aus. Das ist ja gerade das Verdächtige. Inkognito. Scott. Grüß Gott. Ist der Platz frei? Freilich. Dankeschön. Spielen's Karten? Ja. Machen wir eine Partie. Ja, aber bitte, mit dem größten Vergnügen. Ja, können Sie es gut? Na, ich glaube schon. Unter uns gesagt, ich habe nämlich 2 Leidenschaften. Kartenspielen und schöne Frauen. Rieses! Geht er mit Stasi. Was soll's denn sein, bitte? Tja! Worauf hätten Sie denn einen Kuss? Auf einen Kuss von Ihnen. Ja, daher gehen Sie aber rasch an. Ja, bei uns in Bayern geht alles schnell. Rieses. Also, dann bringen Sie mir heute mageres Rauchfleisch. Aber viel muss es sein. Ich habe nämlich einen königlichen Appetit. Königlich? Rieses. Sofort, bitte. Ja. Das ist schon stark. Ja, ja, ja. Rieses, ganz bestimmt. Baby. Aber ich komm schon, Herr Vater. Wie bringst du dem Herrn das Essen? Ja. Hier. So, jetzt ist es eine verdammte Lur, der Richter wieder stehen geblieben. Und heute in der Früh, da ist noch gegangen. Aber, so kann man doch nicht ein Chronometer behandeln. Da wirst du ja hin. Geben Sie mal her. Das ist mir nicht, Josef. Heißt es wirklich. Was ist denn geschehen? Nichts, gar nichts. Bitte schön, sagen Sie was. Sind Sie es oder sind Sie es nicht? Ja, natürlich bin ich es. Ja, jeder Mensch kann nur er selber sein. Ja. Ja. Sagen Sie mal, kennen Sie mich? Nein. Das heißt ja. Nein, die Ehre. Diese hohe Ehre. Hast du auch schon das Gerücht gehört? Das vom Prinzen Max? Ja. Na, freilich, Herr Vater. Die Stasi sagt sogar, dass er jetzt bei uns in der Wirtsstube sitzt. Herr Rieses. Herr Rieses. Der Pferde. Der Prinz. Er repariert gerade eine Uhr. Aber nein. Aber ja. Er
hat es mir ja selber eingestanden, dass er es ist. Und wie er mich in die Wange gezwickt hat. Was hat er dich? Da ist doch weiter nichts dabei. Das ist doch nur eine huldvolle Geste von einem Prinzen. Naja, hat die Stasi recht, wenn er dich nur in die Wange gezwickt hat. Das zeigt ja schon seine prinzliche Erziehung. Ja, hätte ich auch. Ich werde ihn gleich begrüßen. So, jetzt geht's wieder. Es war nur ein bisschen ein Staub drin. Dankeschön. Bitte, bitte. Ich muss jetzt gehen. Für Gott. Für Gott. Ich komm gleich wieder. Ist ja recht. Gehorsamsten Diener. Ah, der Herr Wirt. Ihr Besuch ist eine hohe Auszeichnung für mich. So, so. Sie, sagen Sie, Herr Wirt, könnte ich ein Zimmer bei Ihnen haben? Der Herr sind auf der Durchreise hier? Ja, das heißt, ich möchte so 2 bis 3 Tage bleiben. Ich erwarte nämlich einen Kurier. Aha, eine wichtige Nachricht. Ja, eine sehr wichtige Nachricht sogar. Er ist es, er ist es. Ich werde sofort das Erzherzog-Karl-Zimmer herrichten lassen. Aha, aha. Nämlich, wissen Sie, Herr Wirt, ich befinde mich im Augenblick in einer etwas außergewöhnlichen Situation, die es mir nicht erlaubt, groß in Erscheinung zu treten. Ich verstehe vollkommen. Der Herr wünscht nicht, dass das publik wird. Ja, natürlich nicht. Das wäre mir sehr unangenehm. Verstehe. Unter welchem Namen darf ich Sie im Fremdbuch eintragen? Andreas Spaun. Andreas Spaun. So werden wir Sie, wenn Sie gestatten, auch nennen. Na ja, natürlich. Natürlich. Höchsten Auftrag der Erzherzogin Sophie erlaube ich mir, Eure Hoheit auf das Herzlichste zu begrüßen. Ihre Hoheit, die Frau Erzherzogin, wünscht Ihnen eine recht gute Erholung. Darf ich bitten? Ist es nicht herrlich hier, Hoheit? Es ist unbeschreiblich schön. Der See, die Berge, aber die Luft ist so stark. Ich habe solche Migräne. Ach, daran werden Sie sich schon gewöhnen. An die Migräne. Nein, an die Luft. Ha, und die Mädchen singen so schön. Und laut. Oh, mein Kopf. Frau Gräfin, Sie müssen entschuldigen, aber die Mädchen halten Generalprobe ab für den morgigen Viertag in Hallstatt. Fahren Sie da mit dem geschmückten Wagen hin? Jawohl, Hoheit. Unsere gemunden Sängerinnen sind im ganzen Kammergut sehr gerne gesehen. Das kann ich mir denken. Oh, meine Migräne. Ich muss mich ein wenig aufsuchen. Und ich werde mir ein zweimal Zimmer ansehen. Sehr gehen. Schön, Herr Hardy, bitte führen Sie die Hoheit und die Gräfin auf Ihr Zimmer. Wenn ich bitten darf. Sehr. Sehr. Lassen Sie doch das. Sie sind ja schon weg. Was ist denn eigentlich los an so einem Hallstätter Kirtag? Ja, da geht's sehr lustig zu. Da kommen ein paar tausend Leute zusammen aus der Gegend. Viele junge Menschen, Flötzer, Jäger, Knappen, Steiger, vielleicht sogar Obersteiger. Was ist ein Obersteiger? Obersteiger, das ist der Höchste unter den Bergleuten. Ach, denken Sie mal, das ist ja interessant. Hm? Da möchte ich auch gerne dabei sein. Haben Sie zufällig gesehen, ob die meine Reisetasche mitgebracht hat? Nein. Nein, sehen Sie, haben Sie wieder vergessen. Wissen Sie, das machen die nämlich mit Absicht. Hallo, Sie! Fahren Sie auch zum Kirtag? Leider nein.
Nur die Mädchen vom Ort. Ach, die Mädchen sind ganz vom Schloss? Nein, der Herr Adjunkt hat ihnen nur den Wagen gegeben. Ach so, sagen Sie, ist denn ein Kindtag so etwas Besonderes? Ja, das glaube ich, Hoheit. So etwas muss man erlebt haben. Das überlebe ich nicht. Oh, meine Migräne. Bringen Sie mir mein Riechsalz dort im Reisekorb. Aber schnell, Danke, und schließen Sie das Fenster, das Licht. Nein, lassen Sie es offen, ich brauche doch Luft. Die Tür auch. Nein, die Tür nicht, das Fenster, habe ich gesagt. Warum rennen Sie denn immer hin und her? Das macht mich doch schwindelig. Nehmen Sie doch Rücksicht auf meine Nerven. Ja, aber Frau Brecht, Sie reden viel zu viel, tun Sie lieber, was ich sage. Oh. Danke. Ich mache das schon selbst weiter. Also, Hoheit, was mir der Adjunkt alles von dem Kirtag erzählt hat, na, himmlisch muss das ja sein. Ja, die Jungfrau hat mir auch gerade davon vorgeschwärmt. Schade, dass man da nicht hingehen kann. Zu schade, ja. Warum eigentlich nicht? Im großen Hofstaat würden sich die Leute bestimmt nicht über unsere Anwesenheit freuen. Und ich glaube nicht, dass wir uns dabei amüsieren würden. Nein, da würden wir uns nicht amüsieren. Das ist... Außer man fährt inkognito, aber das geht ja wohl auch nicht, nicht? Nein, das geht auch nicht. Das heißt, warum eigentlich nicht? Na eben, Hoheit. Warum eigentlich nicht? Da haben Hoheit ja vollkommen recht. Und ich würde mir anstelle von Hoheit nicht von der Gräfin Sensheim dazwischenreden lassen. Sie hat ja kein Wort gesagt. Ja, natürlich. Weil sie Migräne hat und nichts weiß. Aber wenn die wüsste, Hoheit, was die sagen würde... Also und ich würde es ihr gar nicht erzählen, sie braucht nicht alles zu wissen. Also Sie meinen, dass wir da... Ich meine, Hoheit? Ich meine gar nichts. Hoheit meinten doch soeben. Aber ich bin natürlich völlig einer Meinung mit Hoheit. Wenn wir in der landesüblichen Tracht im Wagen der Mädchen mitfahren, wird doch kein Mensch wissen, wer wir sind. Nicht einmal die Mädchen, denn die sind nicht vom Schloss. Oh, wie schlau Hoheit das alles durchdacht haben. Also Männer, wir probieren für den morgigen Kirchweih auf unser neiges Repertoire. Ja. Und die Neigen geben fein auf. Hinterleg mir, ich kann ja keine Noten lesen. Das macht dir nichts, so schaust, was dein Nachbar macht. Ja, also fangen wir endlich einmal an. Also los. Die Nelle hat gerade seine königliche Hoheit aufs Zimmer geführt. Gemach! Warum Gemach? Ich hab's eilig, es ist sehr viel zu tun. Aber nein, ich meine, wenn ein Prinz ein Zimmer betritt, so wird aus dem Zimmer ein Gemach. Stasi, bring seiner Durchlaucht auch dann Wein aufs Zimmer. Gemach! Feuchtungen offen. Für ein Frauenzimmer ist das Zimmer ein Zimmer. Ich hoffe, dass Sie sich bei uns wohlfühlen. Sie ist unser schönstes Zimmer. Aha. Und wenn Sie einen Wunsch haben, hier ist die Klingel. Ja? Haben Sie einen Wunsch? Ja, dass Sie hier bleiben. Also Stasi, das war nix. Noch einmal. Ja. Vorwärts. Mein Gottes Willen, wie kann man denn gar so potschert sein? Ich verstehe das gar nicht. Schau mich an. Ich wiege ein paar Pfund, aber ich bin von einer unglaublichen Grazie. Ein Hof für nichts. Schön, elegant, locker. Nichts, das ist nichts. Üben, üben, üben. Du kommst nie zum Ballett. Hier ist der Festtrunk für den hohen Gast. Von dem Wein haben bisher nur die höchsten Herrschaften getrunken. Erzherzog Johann und ich. Also geht's. Nicht wackeln, höfisch schreiten. Wie eine Fürstin, nicht hatschen wie ein Trampel. Stasi, ja. Vergiss nicht anzuklopfen. Ja, aber da müsst ihr ja drei Hemd haben. Du hast da zwei Haxen. Jobst halt mit dem Fuhrsaft. Nein, das glaube ich nicht. Das sagen die hohen Herren einer jeden. Nein, nein, diesmal, meine Liebe... Wie heißt sie denn? Nelly. Nelly. Diesmal, meine liebe Nelly, bin ich wirklich enflammiert. Ach. Bitte, bitte, spüren Sie einmal, wie mein Herz für Sie schlägt. Furchtbar. Na, na, das war die Tür. Den Wein schickt der Herr Wirt als Ehrentrunk. Er hat gesagt, das ist sein bester, anregend für Herz und Leib. Ein kühler Trunk im Brautgemach macht Männer stark, die Frauen schwach. Aber Stasi! Entschuldigen Sie, das Brautgemach ist mir nur rausgerutscht. Ein kühner Reim. Von wem ist er denn? Vom Volksmund, bitte. Ah, ja.
Na. Hoheit. Auf. Hoheit. Hoheit. Warum sagt denn die Hoheit zu mir? Entschuldigen Sie, unser Personal ist nicht so gut geschult. Aber wir wissen ja, Sie sind inkognito. Aha, inkognito. Sagen Sie, weiß man denn hier, wer ich bin? Natürlich. So, na, wer bin ich denn? Nein, nein, ich sag's nicht, dass Sie der Prinz Max sind. Was? Der Prinz Max? Ja, na, und wenn ich jemand anderer wäre? Aber geht's. Zum Beispiel, wär ich ein Schuster? Sie wären ein Muster. Was ich dann tue? Sie machen Schuhe. Und mit der alle im Mondenschein. Was dann? Ja, dann fädel ich dich gleich ein. Wär ich ein Schneider? Dann nehmen Sie Kleider. Oh, und andere Sachen. Was wollen Sie machen? Oh, ich wär als Schneider ganz unverschämt. Oho. Ja, dann nehm ich dir gleich ein Hemd. Nein, nein, lieber Herr, das gefällt mir nicht, weil der Beruf mir nicht entspricht. Jetzt warte erst einmal ab, was ich für dich noch alles hab. Wär ich ein Schreiner? Sie wären ein Feiner. Aha, ich mach dir Schränke. Und Tisch und Bänke. Dann kommt der Hobel aufs feinste Brett. Und dann? Ja, dann tischlich dir ein Bett. Oh! Wär ich ein Bäcker? Sie wären ein Kecker. Ich mach dir Torten. Von allen Sorten. Aha, und nach dem Kuchen als süßen Scherz. Was dann? Ja, dann back ich dir noch ein Herz. Nein, nein, ihr Herz. Wär ich ein Jäger? Sie wären ein Reger. Oh, ich täte Birschen. Auf Reh und Hirschen. Seh ich im Wald dich, gib's mir nen Stich. Aber gäns. Ja, dann verknall ich mich gleich in dich. Ja, wirklich? Ja, aber ich bin kein Schuster. Und auch kein Schreiner? Nein, ich bin kein Schneider. Auch Bäcker keiner. Jetzt wirst du fragen, was ich wohl wär. Ja. Ich bin verliebt in dich, liebte mich und das sehr. Bitte, Stasi, das Erzherzog Kornzimmer. Ich hab gewusst, der Wein wird ihm schmecken. Ja, ja, die Nelly. Wenn er ihr gewogen ist, der macht sie zur Baronin. Aber Nelly. Man weiß doch nie bei den hohen Herren. Ja, ich bin doch kein Raubritter. Ich nehme nichts, was mir nicht gerne gegeben wird. Nicht einmal einen Kuss. Ich gebe ihn ja nicht ungern. Geh halt. Nicht fortgehen sollst. Geh statt dies. Wenn ich keine Noten lesen kann, schau mich dann noch mal. Ach so ist das mit dem Leuten. Wenn das nur gut ausgeht. Unter diesen Umständen macht er sie vielleicht zur Gräfin. Ja? Der Postmeister von Aussee wird ja vielleicht auch der Schwiegervater vom Erzherzog Johann. Glaubst vielleicht, der Löwenwirt passt schlechter ins bayerisch-königliche Haus? Gott bewahre! Nein, was man alles werden kann durch einen hohen Schwiegersohn. Das war bei uns in Österreich immer so. Durchs Heiraten sind wir was geworden. Du Felix Austria-Nube. Vielleicht macht er gar eine Fürstin aus ihr. Eine Fürstin, Blödsinn. Du wirst sehen, Stasi. Die Nelly wird noch Königin von Bayern. Zur Linken.
hätte nie gedacht, dass der Prinz so leutselig ist. Grüß euch Gott. Wann du der Kehrtag beginnt. Lydia! Zwei Plätze brauche ich für zwei Gäste. Das sind zwei sehr nette Dirndl. Ob die mir auch glauben, dass ich ein waschechtes Dirndl bin? Ja, warum nicht? Es gibt ja auch reifere Dirndl. Reifer wie mein Hoheiter. Ach so, so hatte ich das gar nicht gemeint. Das... Wir kommen schon. Ah, da sind ja die Damen aus Bayern. Ja, das hört man gleich an der Sprache, nicht wahr? Grüße ein Gott alle miteinander. Bitte rein, Sie. Gute Unterhaltung. Danke sehr. Na komm her, Trutschel. Na, nicht abfallen. Luise, wie ist das so eine Frechheit? Aber es ging sehr schön schnell. Ja. Aber lassen Sie doch, wir haben doch Zeit. Was ist denn hier los? Kehrtag ist heute. Ja. Haben Sie das gehört, Hoheit? Ja. Hier gibt's noch was, ja? Ist erlaubt. Eins ist auch noch was, ja. Danke. Es war mir ein Vergnügen. Was ist denn? Was ist denn? Auf Wiedersehen. Guten Tag. Auf Wiedersehen. 13. Ja. Ich glaube, hier sind wir im richtigen Jagdrevier, Hoheit. Ja, das Gefühl habe ich auch. Wir bleiben also, Hoheit? Natürlich. Bravo. Oh. Pardon, Hoheit. Nicht Hoheit. Ich will nicht, dass man weiß, wer ich bin. Verzeihung, Hoheit, dass ich Hoheit gesagt habe. Ich werde von jetzt ab nie mehr Hoheit sagen, Hoheit. Ja, es ist die höchste Zeit. Ich mag nicht, dass der König uns auch noch auf diese Eskapade draufkommt. Zu Befehl. Strengstes Inkognito, Hoheit. Also los, machen Sie uns Quartier. Jawohl. Und vergessen Sie nicht, Griechenstein, ich möchte nicht erkannt werden. Ja, und als was soll ich uns ausgeben? Was weiß denn ich? Lassen Sie sich was einfallen. Wozu sind Sie mein Adjutant? Stasi, bringt den Kaffee auf das Gemach. Seiner königlichen Hoheit, Prinz Max von Bayern.
Er hat uns erkannt, komisch. Wieso wissen Sie? Was? Dass seine königliche Hoheit Prinz Max in Bayern da ist, erst inkognito. Na, natürlich. Seine Hoheit wünscht nicht erkannt zu werden. Stimmt. Wie der Mann das erraten hat. Und was wünschen die Herren? Zwei Zimmer. Leider. Keins mehr frei. Der spielt das ausgezeichnet. Woher kommen die Herren? Aus Bayern. Ah, da sind Sie vielleicht der Obersteiger aus Berchtesgaden. Ja, ja. Der Obersteiger aus Berchtesgaden. Na, das ist was anderes. Für Sie ist ja das Zimmer reserviert. Der Mann entwickelt direkt diplomatische Fähigkeiten. Wunderbar. Wer ist denn der? Das ist mein Adjunkt. Der Adjunkt? Ja, ja, mein Adjunkt. Der Mann hat großartige Einfälle. Aha. Na, der Adjunkt, der kann ja beim Schankburschen schlafen. Bitte kommen Sie, Herr Obersteiger. Beim Schankburschen? Ja, gibt's denn hier kein weibliches Personal? Ach, du liebes Bisschen, jetzt müssen wir mit allen zusammen in diesem Raum schlafen. Ja, warum nicht? Ich finde das hier sehr lustig. Im Ernst, du halt? Wirklich, Luise? Ich finde es nämlich gar nicht lustig. Und dazu noch diese zudringlichen Männer. Wer war zudringlich? Na, der junge Mann vorhin auf der Straße. Meinen Sie, der mir so nett geholfen hat? Ja, der. Der war doch nicht zudringlich. Haben Sie denn nicht gesehen, wie der mir nachgestarrt hat? Ihnen? Ihnen? Mir hat sie nachgesehen. Ja, natürlich. Herein! Ach, das wird unser Gepäck sein, Kriegelstein. Ah, so, na. Da ist die Bagage für einen Obersteiger. Ja. Und du kommst gleich mit mir in meine Kammer, damit du weißt, wo du dein Bett dort hast. Ja, ich möchte eigentlich noch etwas hierbleiben und verschnaufen bei seiner Hohe, beim Herrn Obersteiger. Und was das Ordnung machen anbetrifft in unserer Kammer. Ordnung machen? Natürlich. Ja, 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 ja. Es wird aufteilt. Ein Monat ich, ein Monat du. Ja. Du fangst halt an. Das sind ja schöne Aussichten. Ich bin ganz Ihrer Meinung, Kriegelstein. Schauen Sie mal da hinunter. Das ist ein interessanter Wildbestand. Zarte Rehe, leichtfüßige Gämsen. Ein paar ältere Ziegen sind auch dabei. Ja, also Kriegelstein, ich muss Ihnen sagen, der Wirt hat das mit dem Obersteiger großartig gemacht. Jetzt bin ich wirklich inkognito. Schön ist doch so ein Inkognito. Heute bin ich nur der Herr sowieso. Ob jetzt der oder der, das ist egal. Heute bin ich einmal ganz unbekannt. Heute bin ich einmal ganz ungenannt. Das gibt uns Aussichten ungeahnt. Ob jetzt so oder so, das ist egal. Ob ich Baron bin oder Fürst X. Oder der Herr von Haben nix. Tiefes Geheimnis bleibt's immerhin. Wer ich bin, was ich bin, wie ich bin, denn ich bin heute ja einmal inkognito. Schön ist doch so ein Inkognito. Heute bin ich nur der Herr sowieso. Ob jetzt der oder der, das ist egal. Das ist ein herrliches Gefühl. Dass man machen kann, was man will. Dass man lachen kann, wie man will. Ein unerklärliches Gefühl. Dass man schimpfen kann, wie man will. Die Nase rümpfen kann, wie man will. Ein ganz gefährliches Gefühl. Dass man auch belieben kann, wie man will. Auch noch lieben kann, wie man will. Ach, ist das doch ein herrliches Gefühl. Heute bin ich einmal inkognito. Schön ist doch so ein Inkognito. Heute bin ich nur der Herr sowieso. Ob jetzt der oder der, das ist egal. Heute bin ich einmal ganz unbekannt. Heute bin ich einmal ganz ungenannt. Was gibt mir Aussichten ungeahnt? Ob jetzt so oder so, das ist egal. Ob ich Baron bin oder Fürst X oder Herr von Haben nix. Tiefes Geheimnis bleibt immerhin. Wer ich bin, was ich bin, wie ich bin, denn ich bin heute ja einmal inkognito. Schön ist doch so ein Inkognito. Heute bin ich nur der Herr sowieso. Ob jetzt der oder 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 der, das ist egal. Glück auf! Glück auf! Glück auf!
Wir sind erkannt. Ja, Ihre Idee, das mit dem Inkognito. Im Namen der Hallstätter Knappenschaft begrüßen wir unseren nahen Gast aus dem hohen Bayern. Umgekehrt. Umgekehrt. Den umgekehrten Gast vom Niederbayern, den hohen Gast vom nahen Bayern, den Herrn Obersteiger aus Berchtesgaden, mit einem herzlichen Glück auf. Glück auf! Der Willkommengruß im treuen Sinn bringt ihn kein Bergmann, ist dahin. Der ist aber klein. Das ist wahrscheinlich für die niedrigen Stollen. Danke. Bitte. Der Herr Obersteiger zuerst. Sie vielleicht? Nein. Erst für den Gast. Aha, erster Gast. Der Gast. Der Herr Obersteiger, müssen ein paar Worte reden. Nein, das bitte, ich bin so gerührt. Aber vielleicht mein Gehilfe. Ja. Ah, der Herr Sprengmeister. Ja, mein Sprengmeister wird statt mir sprechen. Liebe Bergkollegen, meine Herren Bohrer, wenn jemand so wie wir jahrzehntelang im Salzbergbau Salz geschlürft, schürft hat in der Tiefe, dann will er ja keine tiefschürfenden Reden. Wir wollen uns vielmehr für diesen feurigen Empfang bedanken in knappen Worten, in knappen Worten und sagen nur auf gut Glück. Glück auf! Oder so. Und nun übergeben wir euch zwei Bergknappengewänder, damit ihr zum heutigen Kirchtagfest standesgemäß angezogen seid. Heutigen Kirchtag mit einem Untersteirer Landwehr eröffnet haben, hat das einen besonderen Grund. Schon bei der Schlacht von Aspern. Hör schon auf, wir wollen endlich tanzen. Ja, bitte, Herr Huber, der kann schon wieder nicht erwarten, dann tanzt halt gute Unterhaltung. Aber unser Gast, der Herr Obersteiger, muss die Eröffnungsrunde tanzen. Herr Obersteiger, suchen Sie mir ein Dirndl aus. Tun Sie doch, Hoheit. Da brauche ich nicht lang suchen. Da hören Sie mal, was ist denn nun los? Hoheit nicht zu tanzen gerufen. Hoheit werden bestimmt sonst nicht immer Hoheit. Sie wissen doch. Entschuldige, Andreas. Herr von Spaun, das Inkognito habe ich vergessen. Das ist mir sehr unangenehm, wenn Sie mal Hoheit zu uns sagen. Es soll doch niemand erfahren, wer ich... Oh, hoppla. Sie kommen mir wie gerufen. Ich habe eben gehört, dass sich eine Hoheit hier befinden soll. Stimmt das? Ja, freilich. Aber Inkognito. Ja, natürlich. Wer ist es denn? Das darf ich doch nicht sagen. Aber mir als Steiger... Prinz Max von Bayern. Ja, das weiß ich, außer ihm. Na, sonst niemand. Ich meine den Herrn, mit dem der Wirt spricht. Na, aber das ist er doch, der Prinz Max. Aber nein. Aber ja, na Herrn, Sie werden doch kennen. Der wohnt doch bei uns. Was? Der Herr ist doch aus Bayern. Ja, ja. Da sollten Sie eigentlich den Prinzen Max kennen. Das ist Prinz Max? Ja.
Sehr interessant. Ich danke Ihnen und ich hoffe, Sie werden mir noch öfter die Ehre geben. Moment mal, Herr Reitzen, würden Sie mal loslassen. Wissen Sie, junger Mann, dieses junge Mädchen darf sich nämlich nicht so sehr erhitzen. Ne? Komm, Luise. Hoheit, Hoheit sind doppelt hier. Sind Sie betrunken? Nein, ein zweiter Prinz Max ist aufgetaucht. Was? Ja, ein Hochstapler, Hoheit. Soll ich energisch durchgreifen? Was fällt Ihnen denn ein? Dann müssten doch wir unser Inkognito lüften. Bitte, und was gedenken Hoheit denn zu tun? Wenn wir den Burschen selber einmal vornehmen. Bitte. Dort sitzt er, der Kerl. Wie der vor allen Leuten mit dem Mädchen posiert. Ja, aber was haben Sie denn da dagegen? Die ist doch bildhübsch. Hoheit haben heute einen sehr toleranten Tag. Ja, ja, und das hat auch seinen guten Grund, mein lieber Kriegestein. So, und jetzt überlassen Sie mir den Delinquenten. So, jetzt muss ich aber wieder mal zu meinem Vater schauen. Okay. Der wird mich sicher brauchen. Du, aber komm bald zurück, ja? Bin gleich wieder da. Auf ein Wort, mein Herr. Bitte? Ich habe gehört, dass Sie hier in strengstem Inkognito wohnen. Allerdings. Und was interessiert Sie daran? Ich bin nämlich auch inkognito hier. Ach. Und da wäre es mir sehr unangenehm, wenn man draufkommen würde, wer ich in Wirklichkeit bin. Ich stelle also fest, wir segeln beide unter falscher Flagge. Ja, ja, falsch ist richtig. Und wie nennen Sie sich? Prinz Max in Bayern. Was, Prinz Max? Nein, Sie, lieber Freund, das können Sie nicht machen. Das glaubt Ihnen kein Mensch. Na, warum denn? Na, weil ich als Prinz gelte. Also da müssen Sie sich schon einen anderen Künstlernamen aussuchen. Stimmt. Sehen Sie, deshalb trete ich auch hier als Obersteiger auf. Obersteiger? Ja, Obersteiger ist gut. Wissen Sie, zwei Prinzen auf einmal, das wäre etwas unwahrscheinlich. Übrigens, glauben Sie mir, nichts ist ansteigender als ein Prinz zu sein. Ja, ja, ich kann es mir vorstellen. Ja. Aber dann verstehe ich nicht, warum Sie... Na ja, das war ja unfreiwillig. Unter uns gesagt, mir ist auf der Reise das Geld ausgegangen. Nun, wissen Sie, in einer solchen Situation ist es sehr angenehm, wenn man für einen hohen Gast gehalten wird. Ich erwarte in allernächster Zeit einen Kurier, dann zahle ich meine Rechnung und die ganze Komödie hat ein Ende. Also, dann haben Sie keine unlauteren Absichten. Sie sagen Sie, was erlauben Sie sich? Ich mache Sie darauf aufmerksam. Wenn ich in dieser Beziehung das Geringste erfahre, dann haben Sie es mit mir zu tun. Ja, ich sehe schon, Sie sind ein Ehrenmann. Sie werden dem Namen Wittelsbach keine Schande machen. Also, bleiben Sie weiter der Prinz Max. Na ja, schön. Und was machen Sie? Ich werde mich gut unterhalten. Frau! Also, Diskretion. Ja, Diskretion. Nun, ist alles erledigt. Der Mann spielt seine Rolle weiter. Aber Hoheit, das verstehe ich nicht. Diplomatie, mein Lieber. Und Sie werden mir jetzt auch einen diplomatischen Dienst erweisen. Treten Sie näher! Treten Sie näher! Hier sehen Sie die Sensation des 19. Jahrhunderts. O'Hara, die Frau mit dem Zukunftsblick. O'Hara weiß alles. Sie errät Ihre geheimsten Wünsche und sagt Ihnen, wann Sie in Erfüllung gehen. Wir wollen lieber gehen. Diese Oma ist mir zu gefährlich, nicht? Oma, auf gut Glück. Na, wollen wir tanzen, Dirndl? Hören Sie mal, Sie gehen aber mächtig ran, die Berggeister. Das ist noch gar nichts, mich sollten Sie im Stollen sehen. Jetzt lassen wir das Mädel allein, die will ja auch ihre Freude haben. Wollen wir einen Blick in die Zukunft tun? Ja, aber ist das gute Kind? Ah, das gute Kind. Das ist das Freundentochter. Na, wieso? Sehe ich denn aus wie Ihre Mutter? Nein, meine Mutter sieht ganz anders aus wie Sie. Wie bitte? Ich meine, Sie könnten ja glatt die ältere Schwester sein. Von Ihrer Mutter? Nein, ich meine von dem Fräulein. Na, das ist ja merkwürdig. Also, das finde ich aber gar nicht. Ich bin ja ein ganz anderer Typ. Ja, aber mein Typ. Ach so, naja, das kann man machen, nicht? Ich war nicht schon beleidigt. Eine große Wendung steht Ihnen bevor. Sie finden das Glück, das Ihnen bestimmt ist. Streuen Sie sich nicht dagegen. Eine hochgestellte Persönlichkeit. Genug. Warum soll sie denn aufhören? So viel wissen tut nicht gut. Sie muss es endlich wissen, dass ich es für das Beste halte, wenn sie meinen Vetter Max heiratet. Dass Majestät immer wieder damit anfangen müssen. Ich bin ja schon fertig damit, liebe Caroline. Beschlossen und befohlen. Luise heiratet den Max. Der Kurier ist bereits unterwegs. Und die Liebe, Majestät? Können denn die Kinder ohne Liebe glücklich werden miteinander? Seit wann bist du unter die Revolutionäre gegangen? Du weißt sehr genau, meine liebe Caroline, für unser einen gibt's nur eines. Heiraten oder glücklich sein. Also, Majestät. Womit ich nichts gegen die Liebe gesagt haben will. Die schlagt sie schon nach dem ersten Dutzend Kindern ganz von selbst dazu. Die Dame habe ich in der Hand. Aber der König sticht. Dass ihr euch nicht täuscht. Herz ist Trumpf.
Und ihr habt ihr ins Eigerl geschaut, die Eigerl waren trieb. Und ich hab mir's nicht sagen traut, dass ich dich so lieb. Denn schau, ich lieb dich, so fest wie der Baum seine ist. Und so wie der Himmel seine Stern droht, so hab ich dich gern. Wie ich in dein Gesicht lesen kann, findst du an mein Lied ein Gefallen dran. Gib mir jetzt dein kleines Handel her, ich brauch nicht mehr. Würd ich gar nix fragen, brauchst du mir gar nix um. Denn ich hab dir in die Eigeln geschaut, die Eigeln waren trieb. Und ich hab mir's nicht so getraut, dass ich dich so lieb. Eigentlich wollten Sie mir doch vom Salzbergbau erzählen, Herr Obersteiger. Ja, ja. Ja, ich weiß aber nicht, was Sie schon davon wissen. Wenig. Das ist aber eine Schande, denn der Salzbergbau ist ja, also, eben, der Salzbergbau. Es interessiert mich sehr, der Salzbergbau. Ja, also bitte, da ist zunächst einmal... Der Berg. Der Berg. Und in diesem Berg ist ein... Das Salz. Nein, das ist der Stollen. Das ist der Stollen und in dem Stollen drin... Ist der Obersteiger. Nein, da ist jetzt das Salz. Und der Obersteiger haut's. Der haut das Salz und daraus entwickelt sich dann so ganz selbstverständlich die Saline. Ja, was ist denn das? Sie wissen nicht, was eine Saline ist, aber nein. Ich bitte Sie, eine Saline. Eine Saline ist das, wo, wenn das Salz, nicht? Also ja. Das Salz... Ich mag jetzt nicht von so salzigen Dingen reden. Von was denn? Lieber von was Süßem. Vielleicht von meinem Lebkuchenherz? Ja, Herz ist richtig. Wollen wir hören, was es sagt? Ja, bitte. Aha. Ja. In Hallstatt auf einem Kirtag trafen sich einmal ein Gmundner Dirndl und ein Obersteiger. Und dieser Obersteiger hat sich auf den ersten Blick wahnsinnig in dieses Dirndl verliebt. Und das Dirndl? Ja, jetzt höre ich nichts mehr. Aber vielleicht hört jetzt das Dirndl etwas. Das Dirndl darf nichts hören. Überdenken Sie doch an die weise Omara. Gegen das, was einem bestimmt ist, soll man sich nicht wehren. Alles kommt, wie es kommen muss. So, da bin ich. Der Obersteiger aus Berchtesgaden ist da. Ja, das wissen wir eh. Da kann ich sagen, dass ich den Obersteiger aus Berchtesgaden kein Zimmer reserviert worden. Ja, Freunde, haben wir es reserviert und er ist auch schon seit gestern drin. Wer? Der Obersteiger. Seid ihr alle aufs Hirn geflogen? Der Obersteiger bin du ich. Seid Sie vielleicht gar zwei Obersteiger? In Berchtesgaden gibt's nur einen Obersteiger, ne? Na eben, und der ist schon da. Ja, als Freude bin ich da, oder glaubst du, ich bin ein Geist? Hm? Ja, aber beim Fest draußen ist auch einer. Was ist denn? Wo steckt der Schwindel? Den bringe ich um. Nein, ich werde den Wirten gleich Bescheid sagen. Das ist nicht nötig. Sagen Sie, Sie sind aus Bayern? Das will ich meinen, ja. Aha. Na, dann ist es meine Pflicht, diese Angelegenheit in Ordnung zu bringen. Sagen Sie mal, vielleicht der Lump, der sich auf die andere ausgibt. Was ist denn? Sie narrisch worden. Ja, wie reden denn Sie mit seiner Hoheit? Unseren durchlauftigsten Herrn Prinzen vom Matz von Bayern. Hoheit, Entschuldigung, ich habe nicht gewusst, dass Hoheit. Ja, ist schon gut, es sei Ihnen verziehen. Aber jetzt kommen Sie mal mit. Ja, bitte, Hoheit. Da sieht man wieder, was eine Hoheit ist. Wie fein der sogar mit einem Schwindler umgeht. Na ja, der kennt sie eben aus. Sagen Sie, wie können Sie denn sagen, dass Sie der Obersteiger aus Berchtesgaden sind? Na, Hoheit, weil ich ja wirklich bin. Ja, das ist ja Ihr Unglück. Wieso? 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 Weil man Sie sucht. Was, mich? Ja. Es ist doch eine Geschichte passiert. Also, ich muss schon sagen, peinlich. Sehr peinlich. Ich traue mich gar nicht drüber zu reden. Hoheit, meine, wegen dem Kind? Sehr richtig, wegen des Kindes. Aha, hat das Frauenzimmer mich schon gesucht? Was heißt gesucht? Geschrien und getobt hat sie. Ah, das war die Zenzi, die Kind, die macht das immer. Zenzi, so hat sie geheißen, jetzt erinnere ich mich. Ja. Ist sie noch da, Hoheit? Das ist schon möglich. Ja, was soll ich jetzt machen? So schnell wie möglich abreisen. Heute Abend noch. Ah, ja, also bitte, morgen früh wäre es ja auch noch möglich. Aber jedenfalls so schnell wie möglich. Ja, aber Hoheit, im Gasthaus weiß man, dass ich der Obersteiger bin aus Berchtesgaden. Ja, allerdings,
Aber ich werde sagen, dass Sie nicht der Obersteiger aus Berchtesgaden sind. Danke, Hoheit. Hoheit, bei uns in Bayern erzählen wir Sie, dass der Herzog Max wirklich ein Herz hat für sein Volk und dass ich gerade die Gnade habe, den Herzog Max zur Güte zu stellen. Ja, ist schon gut. Halten Sie keine Rede. Aber merken Sie sich, ich bin inkognito. Entschuldigen Sie bitte, ich muss mal schnell. Hoheit, dass ich der Obersteiger von Berchtesgaden bin, das wird doch hoffentlich kein Mensch erfahren. Hoffen wir's. Hoheit! Hohe Zeit, ich meine, es ist höchste Zeit, dass ich Sie treffe, dass ich Sie finde. Ich bin ganz nervös. Ich muss dich dringend sprechen, Luise. Schade, aber bitte, ich will nicht stören. Sehr liebenswürdig. Hoheit, wir müssen sofort abreisen. Prinz Max ist hier. Hoheit, etwas sehr Peinliches. Der Obersteiger aus Berchtesgaden ist da. Der Prinz weiß doch nicht, wer ich bin. Ich habe gesetzt den Fall, er würde Ihnen bei Rufe begegnen und Sie wiedererkennen. Bitte, was ist denn dann? Ich habe ihn bis heute noch nie gesehen. Das ist überhaupt keine Gefahr. Und außerdem würde er nie in der Prinzessin Ludovica das Gmundener Dirndl Luise kommen. Das haben Sie großartig gemacht. Sie haben mich gerettet. Ich danke Ihnen und auf Revanche. Bitte, bitte, gern geschehen. Aber jetzt müssen Sie mich entschuldigen. Janne! Hoheit, das ist er. Den werde ich mir jetzt mal in der Nähe ansehen. So, da bin ich wieder. Der Prinz, nun, mein Name ist ja ganz egal, wenn er auch der Herzog Max von Bayern ist, nicht schließlich und endlich. Ich bin ja ich, ne? In mir scheint sich etwas empor zu bäumen, weil ich bin ein treuer Untertan, aber was zu viel ist, nicht zu viel. Schließlich und endlich bin ja ich da, aber... Aber, wer wird denn so schreien? Lieber Kollege, wir können doch in aller Ruhe gemeinsam etwas trinken. Ja? Aber wenn, dann gleich kräftig, so. Ja, Mädchen. So, Prost. Prost. Und Ex. Prost, Ex. Und Ex, so. Ex, Prost. Ja. Alles hinunter, ja? Alles schön hinunter. So. Und schon unten. Alles. Ja, du, der Wein hat's aber in sich, ja? Ja. Der ist stark. Ja. Jetzt habe ich ganz vergessen, was ich eigentlich absorgen wollte. Ja, na, das macht gar nichts. Ja. So. Wollen wir nicht an den See hinuntergehen? Ja, gerne. Aber ich wasche. In mir räumt sich etwas hoch, schon weil wieder. Ich bin ein treuer Untertan. Ja. Aber du, was zu viel ist zu viel. Hm. Denn schließlich und endlich bin ich wieder. Prost! Prost! Na, da oben. Und Ex. Und, du bist der Ex? Ja. Dann Prost. Prost. Ja. So. Da wird ein Boot frei. Kommen Sie. Ja, gerne. Aua! Herr Rösselwirt! Löwe! Na, ich dachte, Ross, entschuldigen Sie. Glauben Sie vielleicht, Sie sind in Ruhe? Ja, wieso? Na, weil Sie ja eben so leicht auf den Fuß gesprungen sind. Oh. So was mit der Zehnzig. Und das ist mir passiert. Ja, das gibt's. Aber du, da gibt's ja nur zwei Möglichkeiten. Ne? Mhm. Denn entweder bin ich ich, oder ich bin nicht ich nicht. Wenn ich nicht ich bin, aber dann komme ich die Zähne. Prost! Ja, das habe ich auch gemeint, ja. Prost. Und Ex. Jetzt weiß ich schon selbst, wo nicht mehr wer ich bin. So? Ja, was ich bin. Na, das ist ja gut. Ja. So, da kann ich ja gehen. Also dann, auf Wiedersehen. Jo. Hallo, was hast du denn? Und die Zenzi kommt mit doch. Wie ich in dein Gesicht erlesen kann, findest du an mir ein Freund dran. Gib mir jetzt dein kleines Handel her, ich brauch nichts mehr. Würd ich gar nichts fragen, brauchst du mir gar nichts sagen. Denn ich hab dir im Beigeln Schaus die Eigen von Krieg. Und ich hab mir nicht so getraut, dass ich dich so lieb.
lustig. Ach, hier ist aber düster, nicht? Direkt romantisch. Ich werde sofort etwas Licht beschaffen. Ach nein, danke. Bemühen Sie sich nicht, meine Kinder. So, bitteschön. Gibt's hier nicht etwas mehr Licht? Na, haben wir nicht. Ja, aber da haben Sie doch was. Na, das geht nicht. Das ist... Das geht schon. Das bitte nicht streiten, nicht streiten. Dieser Herr ist Fachmann. Mir soll es recht sein. Jetzt wird's gemütlich. Ja. Was ist das für eine sonderbare Funzel? Oh, so eine Bergkerze. Aha. Die stinkt. Wollen wir Bruderschaft trinken? Sehr gern. Wie heißen Sie? Medardus. Medardus? Medardus. Hm? Klingt ein bisschen gewollt. Und Sie? Clara. Hm, Klärchen. Oh. Glück auf! Der neue Stollen ist eröffnet. Machen Sie doch nicht so rach. Warum feiern Sie den Böller? Wahrscheinlich dir zu Ehren. Ach so, ja. Ja, natürlich. Du, Nelly, hör mal zu, ich muss dir etwas sagen. Weißt du, Nelly, man kommt manchmal in Situationen, wo... Ja, wie soll ich dir das erklären? Was würdest du sagen, wenn du von einem Menschen erfährst, dass er sich für etwas Höheres ausgibt, als er in Wirklichkeit ist? Na, dass er ein Hochstapler ist. Ein Hochstapler, ja, natürlich. Und so einen Hochstapler, den könntest du nicht lieben? Nein, niemals. Weil ich dich lieb habe. Naja, und jetzt stell dir einmal vor, ich wäre so ein Hochstapler. Was würdest du da sagen? Ich glaube, es kommt ein Gewicht. Du hast mir meine Frage noch nicht beantwortet. Das kann ich auch nicht. Nur weil ja alles gar nicht wahr ist. Naja, eben. Schieb mir nicht immer so viel Wasser ins Maul. Da sei ich denn. Da, ja. Gott sei Dank. Ich glaube, wir sind gerade noch rechtzeitig ans Ufer gekommen. Das ist gut. Ja, aber jetzt finde ich keine. Ah, danke schön. Was macht ein junger Träger? Was dir Lust gibt noch einer Lauch? Dann schlägt er hin sein Stutzel und muss, und das ist Grund, bei der Lauch, ja, Grau, bei der Lauch, ja, Grau, bei der Lauch, das macht der junge Jäger, man's dir nur Lust im Loch, bei der Jäger, bei der Jäger, ist das Spiel, was, wo, was, dabei. Wird der Jäger Eltern und wird der Freund und Gelter, dann sprechen wir schön Wort. Nur mehr noch seinen Bock, den Bock, den Bock, den Bock. Ja, nur mehr noch den Bock. Was macht der alte Jäger? Sieht er ein Dirndl schon, dann nimmt er schnell sein Stutzel und rennt damit davon. Bei der Nacht, bei der Nacht, es gibt da heute jeder, was Dirndl nicht mehr hat. Oh.
Liebespaare? Ja. Was wollen Sie denn tun? Auch ein Herz schnitzen. Wir sind doch kein Liebespaar. Ach ja, richtig. Wir sind ja kein Liebespaar. Was ist eigentlich ein Liebespaar? Wann ist man das? So viel ich weiß, wenn man sich einmal geküsst hat. Aha, und das haben wir noch nicht. Nein. Leider. Aber das ist ja schließlich eine Kleinigkeit. Meinen Sie? Natürlich. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Nein. Für mich ist es gar keine Kleinigkeit. Wenn ich einen Mann küsse, dann bedeutet es... Nun? Was bedeutet? Viel. Sehr viel. Alles. Und wenn ich dir sage, dass ich dich liebe, ganz aufrichtig, ganz fest, für immer und ewig. Haben Sie mich eigentlich absichtlich hierher geführt? Ja, das heißt, nein, natürlich nicht absichtlich, aber ich freue mich, dass es so gekommen ist. Mich hat's nämlich erwischt. Ich frag dich jetzt in allem Ernst. Für immer und ewig? Nein. Ja. Ich weiß nicht. Mir fällt die Entscheidung so schwer. Und warum? Meine Eltern sind sehr streng. Die wünschen sich mindestens einen Prinzen für ihre Tochter. Das tun alle Eltern. Aber du, wenn du die Wahl hättest, Prinz oder Obersteiger? Ich habe keine Wahl. Aber wen? Wen würdest du wählen? Den Prinzen? Nein. Den Obersteiger? Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Hoheit, mir fehlen die Worte, bitte. Es ist heller Morgen. Sagen Sie nichts, Blankenfeld. Würde ich mir nie erlauben, Hoheit. Es war ein Traum. Ein wunderschöner Traum. Bitte sehr. Hoheit, träumen wunderschön und ich habe die ganze Nacht vor Angst kein Auge geschlossen. Dass er... Bitte, wir haben überall gesucht, aber Frau Louis... Bitte, da ist sie da. Nicht mal, da steht sie wie durch ein Wunder, ja. Sie hatte sich versteckt. Sie wollte uns erschrecken, sie machte einen kleinen Scherz mit uns. Wie lustig, man macht ja mal Scherz, nicht? Ach, Hoheit. Aufwachen! Aufwachen! Öffnen Sie, öffnen Sie! Kurier des Königs von Bayern! Aufwachen, aufwachen! Öffnen Sie, öffnen Sie! Kurier des Königs von Bayern! Nö, für niemanden zu sprechen. Auch nicht für den König von Bayern. König von Bayern? Moment. Aufwachen, aufwachen! Kurier aus München! Öffnen Sie! Öffnen Sie, Kurier aus München! Aufwachen! Aufwachen! Ja, 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 ich komm schon. Was willst du denn, aller Freo? Ich komme aus München. Was heißt, das hätte nicht ein bisschen später sein können? Bei Ihnen ist ein Mitglied des königlichen Hauses abgestiegen? Ja, ja, umschlafter. Herr Kamerad! Seine Hoheit ruht, er geruht zu Ruhe. Den werden Sie aber nicht erwecken können, der hat das dann gesoffen wie ein Loch. Herr Schweige! Pardon für den einfältigen Vorwitz des schlichten Mannes aus dem Volke. Seine Hoheit hat sich an den Spezialitäten meines Hauses deppert gefressen.
Jetzt hat er mich angesteckt. Direktiert. So kann man auch sagen. Bitte bringen Sie mich zu seiner Hoheit. Ich reite voran. Wo ist denn die Uniform? Was ist denn? Hoheit. Königliche Hoheit. Im Auftrag seiner Majestät habe ich recht. Alois von Lengsfeld, Kurier aus dem persönlichen Dienst zu seiner Majestät. Aha. Baron Medardus von Kriegelstein, persönlicher Adjutant seiner Hoheit des Prinzen Max in Bayern. Wie können Sie sich unterstehen, so formlos hier einzudringen? Seine Hoheit braucht in der Frühe absolute Ruhe! Verzeihung, aber seine Ruhe! Unter Umgehung des Dienstweges. Dabei müssen Sie genau wissen, dass Sie zuerst sich an mich, seinen persönlichen Na, das kann doch nicht Ihr Ernst sein. In diesem desolaten Zustand, mit offenem dritten Knopf, halbnackt, wagen Sie es, vor seine Hoheit hintreten zu wollen? Verzeihung, aber der allerhöchste Auftrag zu allerhöchsten Eile unter Ritt durch die Nacht. Ritt durch die Nacht. Reden Sie nicht. Überbringen Sie Ihre Meldung. Ich habe Befehl, dieses königliche Handschreiben persönlich zu überreichen. Ja, überreichen Sie. Ich bin persönlich. Verzeihung, Baron, ich darf dieses Schreiben nur seiner Hoheit selbst. Geben Sie her, lieber Lengsfeld. Hoheit? Ich wusste nicht, dass Hoheit... Ja, ich war heute schon ein bisschen im Freien. Sie können gehen. Warten Sie unten auf meine Befehle, ich werde seiner Majestät noch heute antworten. Hoheit, wo fahren Sie denn die ganze Nacht? Kriegelstein! Wie schauen Sie denn aus? Wieso, sitzt der Czako schief? Verschwinden Sie. Bereiten Sie ein Schreibzeug vor. Schreibzeug. Sagen Sie mal, was fällt Ihnen eigentlich ein? Es war doch ausdrücklich abgemacht, dass Sie der Obersteiger sind und ich der Prinz Max. Wie können Sie denn einfach meine Post aufmachen? Na, und wie Sie den Prinz Max gespielt haben, na... So benimmt sich doch kein wirklicher Prinz. Wenn Sie so mit den Leuten umgehen, da erweisen Sie dem Prinz keinen Dienst. Da machen Sie ihn höchstens unpopulär. Sie werden noch viel dazu lernen müssen. Ich glaube kaum. Ich bin nämlich wirklich der Prinz Max. Leider. Was? Sie... Sie sind Hoheit? Oh, bitte tausendmal um Verzeihung. Das ist mir... Na ja, du musst ihn natürlich sofort abdanken. Ich meine abtreten. Nein? Erst mit dem Obersteiger. Wir sind schon da. Hier wohnen die Mädchen. Wo ist die Prinzessin? Hier gibt's doch keine Prinzessin. Na ja, ich meine die Luise. Ach, die Luise, ja. Ja, die wohnt da. Hoheit, jetzt ist passiert. Was ist los, Gräfin? Dieses persönliche Handschreiben seiner Majestät hat heute Morgen ein Kurier aus München gebracht. Weil ich ja nichts gesagt haben, aber das Hoheit einfach hinter meinem Rücken inkognito. Das kann doch nicht sein. Unangenehme Nachricht, Hoheit. Haben Ihre königliche Hoheit in Schloss Ort den Besuch Ihres zukünftigen Gemahls... Zukünftigen Gemahls? ...zu erwarten des Prinzen Max in Bayern. Gezeichnet Ludwig König von Bayern. Habt ihr gehört? König von Bayern? Ja. Eure Majestät, allergnädigster Herr und König. Verzeihung, Hoheit, das muss ein Irrtum sein. Ich habe Schema 4 vorbereitet. Sentimental dankbare Absage an ein bürgerliches Mädchen... Verbunden mit einem entsprechenden Geschenk. Ich dachte, Hoheit wollen einen Abschiedsbrief diktieren. Das ist auch mein Abschied. Hoheit! Seine Lüste, es kommt.
Hoheit. Soll ich das mit einpacken? Vielleicht zur Erinnerung? Ich weiß, Hoheit, wie weh das tut, wenn man von seiner großen Liebe Abschied nehmen muss. Ich kenne das. Mir ist auch fast das Herz gebrochen. Jedes Mal. Haben Sie meinen Verzicht auf alle Vorrechte eines Prinzen des königlichen Hauses. Ich bitte mir, die Annahme eines bürgerlichen Namens und den Aufenthalt im Ausland zu gestatten. Ich kann mich nicht länger den Bestimmungen unseres Hausgesetzes unterwerfen. Ich folge dem Diktat meines Herzens und werde das Mädchen meiner Wahl als freier Bürger zur Frau nehmen. Seiner Majestät untertäniger und dankbarer Maximilian. Untertäniger, undankbarer. Und dankbarer. Verzeihung, Hoheit, und was wird jetzt aus mir? Sie, mein lieber Kriegenstein, Sie können endlich einmal tun, was Sie wollen. Ja, aber ich habe doch noch nie wollen, was ich will. Sehen Sie, der Kurier soll die kürzeste Route nehmen. Es geht um jede Stunde. Jawohl. Was hat's denn? Wieso fährt denn das Dirndl in einer so schönen Kutsche weg? Das ist die Prinzessin Luise, Ludovica von Bayern. Was, die? Die Prinzessin Ludovica von Bayern? Ja. Man soll sie ja nicht verraten, aber sie muss heiraten, auf höherem Befehl. Aber geh, wen denn? Den Prinzen Max. Den Prinzen Max? Meinen Schwieg? Oh! Ist das wahr, dass euer Glauben Prinzessin Ludovica heiraten wollen? Was, Prinzessin Ludovica? Ja. Das ist doch keinen Unsinn. Ich will doch ihre Tochter heiraten. Wirklich? Ja, natürlich. Wirklich, ist das wahr? Ja, klar. Mein Gott, jetzt ist das Mädchen frei und ich das muss ich ja gleich sagen. Nein, Prinzo. Ja, aber ich bin ja doch... Oh, mein Gott. Nelly, mein liebes Kind, komm in meine Arme. Meinen Segen habt ihr. So ein Glück, geht zu ihm. Ich bitte dich, geh zu ihm. Ich komm bald nach. Aber vorher muss ich noch was ins Reine bringen. Ach, Sie backen, das ist gut. Das ist sehr gut, dass Sie backen. Was, Sie freuen sich, wenn Ihre Gäste abreisen? Das ist denn ein komischer Wirt. Ich rede jetzt nicht als Wirt, sondern als baldiger Verwandter des königlichen Hauses. Und als solcher kann ich nicht dulden, dass Sie länger bei mir wohnen. Also bitte, ja, bitte, das wollte ich Ihnen nur sagen. Und da werfen Sie einfach all Ihre Gäste hinaus? Nein, nur den Herrn Obersteiger. So, und darf ich fragen, warum? Wegen Ihrer Liebesaffäre. Herrn Obersteiger wird doch noch an einem Mundner Dirndl gefallen finden können, ohne dass die Moral Ihres Hauses darunter leidet. Nicht mein Haus, sondern das Haus Wittelsbach. Ihr sogenanntes Mundner Dirndl ist nämlich Prinzessin Ludovica von Bayern, die was die Schwester unserer Erzherzogin Sophie ist. Nein, unmöglich! Aber das pfeifen doch schon alle Gräfinnen von den Dächern. Sie hat sich von Schloss Ort, wo sie zu Besuch weilt, mit den anderen Mädeln rübergeschmuggelt. Die Luise? Naja, es ist ja bitter, dass die Prinzessin sich mit Ihnen einen kleinen Spaß gemacht hat, aber Sie müssen doch Vernunft annehmen. Spaß? Das war kein Spaß. Na, wären es nur nicht gleich größenwahnsinnig. So eine Verbindung zwischen Hoch und Nieder gibt es in Hallstatt in 1000 Jahren nur einmal. Ja, sag, wird, wo steckst denn? Ich such dich überall und kann den nirgends finden. Sie können doch nicht hier hereinplatzen, wo ich mit den Herrn Obersteiger so was Wichtiges zu besprechen habe. Was sagst du? Obersteiger, hast du gesagt? Ah, das ja. Da bist du der Kerl, der sich für mich ausgegeben hat. Jetzt kommst du mir nicht mehr raus. Hey, was ist denn? Nicht einmal ein Obersteiger sind Sie? Nein. Also ein Hochstapler, ein Oberstapler. Also, bitte, die Komödie muss jetzt ein Ende haben. Das ist meine feinste Name, mein Lieber. Psst. Wissen Sie denn überhaupt, mit wem Sie es zu tun haben? Ja? Seine königliche Hoheit, Prinz Max in Bayern. Prinz Max in Bayern. Was Besseres ist euch gar nicht eingefallen, wo seine Hoheit bei mir abgestiegen ist. Ach, das ist doch Unsinn. Was heißt Unsinn? Einfach... Den kenne ich ja persönlich. Komm, ich führe dich gleich hin. Also, Sie sind doch weg. Sie sind doch ein Prinzen. Nur ein Gehilfe sind Sie. Marsch zum Prinzen. Hoheit, wir haben zwei Verbrecher gefasst. Dieser hatte sogar die Unverschämtheit, sich für Sie auszugeben. Aber nur gewisse Frechheit, der hat vorhin behauptet, er ist ich. Also bitte, Herr Spahn, legitimieren Sie uns. Ja, also,
Dieser Herr ist seine Hoheit Prinz Max von Bayern. Was? Du bist? Nur Andreas Spahn. Also kein Prinz? Nein. Sehen Sie, lieber Schwiegerpapa, er gibt Ihnen einen Schwie ab. Ha? Sie lumpt sie hochschaukeln. Herr Vater, so dürfen Sie nicht reden. Warum nicht? Weil ich ihn gern habe, Herr Vater. Er wird schon erklären können, warum er das alles gemacht hat. Naja, weil ich ihn drum gebeten habe. Ich danke Ihnen sehr, Herr Spahn. Sie haben dem Haus Wittelsbach einen großen Dienst erwiesen. Wir werden es nicht vergessen. Ein Orden ist Ihnen sicher. Danke, königlicher Orden. Das ist unser Max. Ja, naja, also ich werde jetzt wohl gehen. Nein, du musst bleiben. Naja, ich bin ja kein Prinz. Aber ein Freund des Prinzen und der Schwiegersohn des Goldenen Löwen. Hoheit haben allen Grund, zufrieden zu sein. Oh nein, denn einstweilen hat sich meine Braut, die Prinzessin Ludovica, Hals über Kopf in einen Obersteiger verliebt und hat ihn ebenso Hals über Kopf auf Befehl des Königs wieder im Stich gelassen. Sie sind doch selbst der Obersteiger. Ja, das ist aber purer Zufall. Aber sie liebt sie doch wirklich. Das wird sich erst noch zeigen müssen. Kannst du mich denn noch immer nicht verstehen? Oh doch, ich verstehe dich sehr gut. Verzeihung, ich müsste wohl erst königliche Hoheit und Sie zu dir sagen. Nein, ich weiß schon, man hat sich in Hallstatt ein paar Stunden recht gut unterhalten und dann ist man einfach auf und davon. Schau, ich unterstehe unserem Hausgesetz und dagegen gibt es nichts. Der König würde nie seine Einwilligung geben, dass wir beide... Ach was, König, Hausgesetz, wenn man wirklich liebt. So wie ich geglaubt habe, dass du mich liebst und so wie ich weiß, dass ich dich liebe, dann kümmert man sich um nichts auf der Welt. Wir können doch in ein paar Stunden über der Grenze sein. So bald wird man uns nicht finden. Uns steht doch die ganze Welt offen. Na, ich sehe schon. Das kommt natürlich für die Prinzessin Ludovica nicht in Frage. Sei nicht böse. Es kann ja nicht sein. Bleib. Ich gehe mit dir. Wohin du willst. Jäger, sehr hübsch. Ja. Entschuldigen Sie, ich muss raus. Nun geh jetzt, wo ich eigens gekommen bin, um dich zu besuchen. Doch, bitte nicht so laut. Warum denn? Pass mal auf, du darfst, Sie dürfen jetzt nicht mehr du zu mir sagen. Aber geh, wir waren doch gestern so vertraulich miteinander am Kirtag. Ja, das war gestern, nicht? Und diese Volksbelustigung ist nun vorüber. Ach. Ja, es gibt eben unüberbrückbare Standesunterschiede. Ja, 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 ja. Ich meine, ich spreche nicht gern darüber, aber ich bekleide nämlich hier bei Hof hohe und höchste Stellung. Hm. Musst du einsehen, mein Kleiner, hm, nicht? Also, ach, jetzt weint er. Bis auf den Kopf ist er nass. Oh, ich auch. Also, dann leb wohl. So spielt das Leben. Gegen Stein. Jawohl, Hoheit. Bitte, ich komme. Gegen Stein, sie ist ein Naturwunder. Sie ist als Prinzessin noch reizender. Weiß sie alles? Nein, aber sie hat die Probe großartig bestanden. Die Revanche war ich dem Obersteiger schuldig. Hoheit. Wenn der König am Ende Ihr Abdankungsgesuch genehmigt, um Gottes Willen. Ja, Sie haben recht. Wir müssen sofort nach München. Seine Majestät erwarten seine königliche Hoheit. Stehen Sie bequem. Seine Majestät, der König, besitzt bereits seit gestern Abend das Handschreiben, das mir seine Hoheit übergeben hat. Ich bin geritten wie der Teufel. Ohne Schlaf, ohne Rast, ohne Schonung. Die armen Pferde. Sind seine königliche Hoheit mit mir zufrieden gewesen? Zufrieden? Das größte Unheil haben Sie angerichtet mit Ihrer blödsinnigen militärischen Hast. Ich verstehe nicht.
Erst wird es das anbefohlen und dann ist es falsch. Wer soll sich da auskennen? Tja, mein Lieber, das ist eben der Unterschied zwischen einem Briefträger und einem Diplomaten. Wenn das Diktat deines Herzens dir wichtiger ist als der Wille deines Königs, lass ich meinen Plan fallen. Das Projekt mit Luise ist vergessen und begraben. Du brauchst dich nicht mehr um sie zu kümmern. Aber um Himmels Willen, Majestät, ich bin ja nur gekommen, um meinen Brief aus Hallstatt untertänigst zu widerrufen. Du willst also nicht heiraten? Doch, Majestät, genau wie Majestät befohlen haben. Die Luise? Ja. Und auf die Ehe mit der Gmundnerin verzichtest du? Keineswegs. Ja. Willst du denn der erste Bigamist in unserer Dynastie werden? Nein, aber vielleicht der erste, der glücklich verheiratet ist. Das verstehe ich nicht. Erzähl. Nein, 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 mein lieber Längsfeld, aus mir werden Sie nichts herausbekommen. Ich bin eben Diplomat und sehr zugeknüpft. Mit einer Ausnahme, Herr Major. In wieso? Der dritte Knopf. Ich werde auch dem König nichts anderes sagen. Ich gebe nicht nach. Denk an deine hohe Schwester in Wien. Das tue ich ja auch. Hast du nicht das Gefühl, dass es genügt, wenn eine deiner Töchter so todunglücklich ist? Hätte sie sich vielleicht auch lieber für einen Steiger, Obersteiger, statt für den künftigen Kaiser von Österreich entscheiden sollen. Contenance, Hoheit. Seine Majestät, der König. Na? Schöne Geschichten hört man von dir. Das gute Kind wird sich bestimmt fügen, Majestät. Es ist alles in Ordnung. Nein, Majestät, nichts ist in Ordnung. Das ist ja reizend. Du willst also den Maximilian, den ich für dich zum Mann bestimmt habe, auf keinen Fall heiraten? Nein, auf gar keinen Fall. Sie ist halt noch zu jung für die Liebe, Majestät. Sie kann sich vielleicht noch nicht entscheiden. Ich habe mich schon entschieden, Majestät. Und ich weiß sehr genau, was Liebe ist. So. Wie hast du dir das eigentlich vorgestellt? Ohne mich zu fragen? Sie können mich einsperren, Majestät. Aber sobald ich wieder frei bin, gehe ich auf und davon. Bis ans Ende der Welt. So leicht kommst du mir nicht davon, Luise. Bevor du bis ans Ende der Welt läufst, sag das alles auch dem Maximilian ins Gesicht. Majestät! Du, Caroline, kommst mit. Ja, aber soll denn das arme Kind ganz allein, Majestät? Natürlich! Sonst wär's doch keine Strafe. Wenn ich eurer Hoheit einige Ratschläge geben dürfte. Diese Aufregung und oh, meine Migräne. Gehen Sie, Gräfin, ich brauche Sie nicht. Wenn man wie ich schon bei drei Hoheiten gedient hat und zweien davon bei der Brauttoilette geholfen hat, pardon, dann weiß man Bescheid. Liebe ist Liebe, Hoheit, und Heirat ist eben heiraten. Es muss alles seine Ordnung haben. Auch die fürstliche Liebe hat ihre Stufenleiter. Bitte beachten Sie das, Hoheit. Also zuerst scheue Zurückhaltung, dann geneigtes Zieren, undurchsichtiges Zögern, dann ganz wichtig, sanfte Duldung der Gewalt, Kuss, naja, und der Schluss ist ein Haufen Kinder. Seine Hoheit, Prinz Max in Bayern. Die Stufenleiter. Wir haben ein paar Stufen übersprungen. Der Obersteiger.
können zufrieden sein, Lampel. Das ist eine ungewöhnliche Auszeichnung, dass das hohe Paar persönlich an der Hochzeit ihrer Tochter teilnimmt. Bei allen festlichen Gelegenheiten hatte ich Berührung mit den größten Persönlichkeiten. In der Schlacht von Aspern reite ich in der Erzherzog Karl auf einmal einen Kanonenschuss. Herr Baron! Was ist denn? Mein Zwinkern ist weg. Aber Sie übertreiben doch, Lampe, wegen dieses läppischen Knalles weg. Ah! Was soll es denn sein, bitte? Tja! Worauf hätten Sie denn einen Kuss? Auf einen Kuss von Ihnen. Ja, daher gehen Sie aber rasch an. Ja, bei uns in Bayern geht alles schnell. Ries es. Also, dann bringen Sie mir heute Morgen das Rauchfleisch. Aber viel muss es sein. Ich habe nämlich einen königlichen Appetit. Königlich? Ries es. Sofort, bitte. Ja. Das ist eh schon stark. Ries es ganz bestimmt. Aber ich komm schon, Herr Vater. Geh, bring du dem Herrn das Essen. Ja. So, jetzt ist es eine verdammte Lur, der Richter wieder stehen blieb. Und heute in der Früh, da ist es noch gegangen. Aber, so kann man doch nicht ein Chronometer behandeln. Da wird's ja hin. Geben Sie mal her. Es ist mir, Josef. Es ist wirklich. Was ist denn geschehen? Nichts, gar nichts. Nein. Bitte schön, sagen Sie was. Sind Sie es oder sind Sie es nicht? Ja, natürlich bin ich es. Ja, jeder Mensch kann nur er selber sein. Ja. Ja. Sagen Sie mal, kennen Sie mich? Nein, das heißt ja. Nein, die Ehre. Diese hohe Ehre. Hast du auch schon das Gerücht gehört? Das vom Prinzen Max? Ja. Na, freilich, Herr Vater. Die Stasi sagt sogar, dass er jetzt bei uns in der Wirtsstube sitzt. Herr Rieses. Herr Rieses. Na, wer denn? Der Prinz. Er repariert gerade eine Uhr. Aber nein. Aber ja. Er hat es mir ja selber eingestanden, dass er es ist. Und wie er mich in die Wange gezwickt hat. Was hat er dich? Da ist doch weiter nichts dabei. Das ist doch nur eine huldvolle Geste von einem Prinzen. Na ja, die Stasi recht, wenn er dich nur in die Wange gezwickt hat. Das zeigt ja schon seine prinzliche Erziehung. Ja, hätte ich auch. Ich werde ihn gleich begrüßen. So, jetzt geht's wieder. Es war nur ein bisschen ein Staub drin. Dankeschön. Bitte. Ich muss jetzt gehen. Für Gott. Für Gott. Ich komm gleich wieder. Ist recht. Gehorsamsten Diener. Ah, der Herr Wirt. Ihr Besuch ist eine hohe Auszeichnung für mich. So, so. Sie, sagen Sie, Herr Wirt, könnte ich ein Zimmer bei Ihnen haben? Der Herr sind auf der Durchreise hier? Ja, das heißt, ich möchte so 2 bis 3 Tage bleiben. Ich erwarte nämlich einen Kurier. Aha, eine wichtige Nachricht. Ja, eine sehr wichtige Nachricht sogar. Er ist es. Ich werde sofort das Erzherzog Karlzimmer herrichten lassen. Nämlich, wissen Sie, Herr Wirt, ich befinde mich im Augenblick in einer etwas außergewöhnlichen Situation, die es mir nicht erlaubt, groß in Erscheinung zu treten. Ich verstehe vollkommen. Der Herr wünscht nicht, dass das publik wird. Na, natürlich nicht. Das wäre mir sehr unangenehm. Verstehe. Unter welchem Namen darf ich es im Fremdbuch eintragen? Andreas Spaun. Andreas Spaun. So werden wir Sie, wenn Sie gestatten, auch nennen. Na ja, natürlich. Darf ich einmal vornehmen, bitte. Dort sitzt da der Kerl. Wie der vor allen Leuten mit dem Mädchen posiert. Ja, aber was haben Sie denn da dagegen? Die ist doch bildhübsch. Hoheit haben heute einen sehr toleranten Tag. Ja, ja, und das hat auch seinen guten Grund, mein lieber Kriegelstein. So, und jetzt überlassen Sie mir den Delinquenten. So, jetzt muss ich aber wieder mal zu meinem Vater schauen. Okay. Der wird mich sicher brauchen. Du, aber komm bald zurück, ja? Bin gleich wieder da. Auf ein Wort, mein Herr.
Bitte? Ich habe gehört, dass Sie hier in strengstem Inkognito wohnen. Allerdings. Und was interessiert Sie daran? Ich bin nämlich auch inkognito hier. Ach. Und da wäre es mir sehr unangenehm, wenn man draufkommen würde, wer ich in Wirklichkeit bin. Ich stelle also fest, wir segeln beide unter falscher Flagge. Ja, ja, falsch ist richtig. Und wie nennen Sie sich? Prinz Max in Bayern. Was, Prinz Max? Nein, Sie lieber Freund, das können Sie nicht machen. Das glaubt Ihnen kein Mensch. Na, warum denn? Na, weil ich als Prinz gelte. Also da müssen Sie sich schon einen anderen Künstlernamen aussuchen. Stimmt. Sehen Sie, deshalb trete ich auch hier als Obersteiger auf. Obersteiger? Ja, Obersteiger ist gut. Wissen Sie, zwei Prinzen auf einmal, das wäre etwas unwahrscheinlich. Übrigens, glauben Sie mir, nichts ist anstrengender, als ein Prinz zu sein. Ja, ja, ich kann es mir vorstellen. Ja. Aber dann verstehe ich nicht, warum Sie... Naja, das war ja unfreiwillig. Unter uns gesagt, mir ist auf der Reise das Geld ausgegangen. Nun, wissen Sie, in einer solchen Situation ist es sehr angenehm, wenn man für einen hohen Gast gehalten wird. Ich erwarte in allernächster Zeit einen Kurier, dann zahle ich meine Rechnung und die ganze Komödie hat ein Ende. Also, dann haben Sie keine unlauteren Absichten. Sie sagen Sie, was erlauben Sie sich? Ich mache Sie darauf aufmerksam. Wenn ich in dieser Beziehung das Geringste erfahre, dann haben Sie es mit mir zu tun. Ja, ich sehe schon, Sie sind ein Ehrenmann. Sie werden dem Namen Wittelsbach keine Schande machen. Also, bleiben Sie weiter der Prinz Max. Na ja, schön. Und was machen Sie? Ich werde mich gut unterhalten. Frau! Also, Diskretion. Ja, Diskretion. Nun, ist alles erledigt. Der Mann spielt seine Rolle weiter. Aber Hoheit, das verstehe ich nicht. Diplomatie, mein Lieber. Und Sie werden mir jetzt auch einen diplomatischen Dienst erweisen. Treten Sie näher! Treten Sie näher! Hier sehen Sie die Sensation des 19. Jahrhunderts. O'Hara, die Frau mit dem Zukunftsblick. O'Hara weiß alles. Sie errät ihre geheimsten Wünsche und sagt Ihnen, wann sie in Erfüllung gehen. Wir wollen lieber gehen. Diese Oma ist mir zu gefährlich, nicht? Oma, auf gut Glück. Na, wollen wir tanzen, Dirndl? Hören Sie mal, Sie gehen aber mächtig ran, Sie Berggeister. Das ist noch gar nichts. Mich sollten Sie im Stollen sehen. Jetzt lassen wir das Mädel allein. Sie will ja auch ihre Freude haben. Wollen wir einen Blick in die Zukunft tun? Aber ist das gute Kind? Ah, das gute Kind. Das ist das Fräulein-Tochter. Na, wieso? Sehe ich denn aus wie Ihre Mutter? Nein, meine Mutter sieht ganz anders aus wie Sie. Wie bitte? Ich meine, Sie könnten ja glatt die ältere Schwester sein. Von Ihrer Mutter? Nein, ich meine... Graben, du brauchst dich nicht mehr um sie zu kümmern. Aber um Himmels Willen, Majestät. Ich bin ja nur gekommen, um meinen Brief aus Hallstatt untertänigst zu widerrufen. Du willst also nicht heiraten? Doch, Majestät. Genau wie Majestät befohlen haben. Die Luise? Ja. Und auf die Ehe mit der Gmundnerin verzichtest du? Keineswegs. Ja, willst du denn der erste Bigamist in unserer Dynastie werden? Nein, aber vielleicht der erste, der glücklich verheiratet ist. Ja, das verstehe ich nicht. Erzähl. Nein, 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 mein lieber Längsfeld, aus mir werden Sie nichts herausbekommen. Ich bin eben Diplomat und sehr zugeknüpft. Mit einer Ausnahme, Herr Major. In wieso? Der dritte Knopf. Ich werde auch dem König nichts anderes sagen. Ich gebe nicht nach. Denk an deine hohe Schwester in Wien. Das tue ich ja auch. Hast du nicht das Gefühl, dass es genügt, wenn eine deiner Töchter so todunglücklich ist? Hätte sie sich vielleicht auch lieber für einen Steiger... Obersteiger... ...statt für den künftigen Kaiser von Österreich entscheiden sollen. Contenance, Hoheit. Seine Majestät, der König. Na? Schöne Geschichten hört man von dir. Das gute Kind wird sich bestimmt fügen, Majestät. Es ist alles in Ordnung. Nein, Majestät, nichts ist in Ordnung. Das ist ja reizend. Du willst also den Maximilian, den ich für dich zum Mann bestimmt habe, auf keinen Fall heiraten? Nein, auf gar keinen Fall. Sie ist halt noch zu jung für die Liebe, Majestät. Sie kann sich vielleicht noch nicht entscheiden. Ich habe mich schon entschieden, Majestät. Und ich weiß sehr genau, was Liebe ist. So. Wie hast du dir das eigentlich vorgestellt? Ohne mich zu fragen? Hm? Sie können mich einsperren, Majestät. Aber sobald ich wieder frei bin, gehe ich auf und davon. Bis ans Ende der Welt. So leicht kommst du mir nicht davon, Luise. Bevor du bis ans Ende der Welt läufst, sag das alles auch dem Maximilian ins Gesicht. Majestät! Du, Caroline, kommst mit. Ja, aber soll denn das arme Kind ganz alleine, Majestät? Natürlich! Sonst wär's doch keine Strafe.
Wenn ich eurer Hoheit einige Ratschläge geben dürfte. Diese Aufregungen, oh, meine Migräne. Gehen Sie, Gräfin, ich brauche Sie nicht. Wenn man wie ich schon bei drei Hoheiten gedient hat und zweien davon bei der Brauttoilette geholfen hat, pardon, dann weiß man Bescheid. Liebe ist Liebe, Hoheit, und Heirat ist eben heiraten. Es muss alles seine Ordnung haben. Auch die fürstliche Liebe hat ihre Stufenleiter. Bitte beachten Sie das, Hoheit. Also zuerst scheue Zurückhaltung, dann geneigtes Zieren, undurchsichtiges Zögern. Prinz Max in Bayern. Was, Prinz Max? Nein, Sie, lieber Freund, das können Sie nicht machen. Das glaubt Ihnen kein Mensch. Warum denn nicht? Weil ich als Prinz gelte. Also da müssen Sie sich schon einen anderen Künstlernamen aussuchen. Stimmt. Sehen Sie, deshalb trete ich auch hier als Obersteiger auf. Obersteiger? Ja, Obersteiger ist gut. Wissen Sie, zwei Prinzen auf einmal, das wäre etwas unwahrscheinlich. Übrigens, glauben Sie mir, nichts ist ansteigender, als ein Prinz zu sein. Ja, ich kann es mir vorstellen. Ja. Aber dann verstehe ich nicht, warum Sie... Naja, das war ja unfreiwillig. Unter uns gesagt, mir ist auf der Reise das Geld ausgegangen. Nun, wissen Sie, in einer solchen Situation ist es sehr angenehm, wenn man für einen hohen Gast gehalten wird. Ich erwarte in allernächster Zeit einen Kurier, dann zahle ich meine Rechnung und die ganze Komödie hat ein Ende. Also, dann haben Sie keine unlauteren Absichten. Sie sagen, Sie, was erlauben Sie sich? Ich mache Sie darauf aufmerksam. Wenn ich in dieser Beziehung das Geringste erfahre, dann haben Sie es mit mir zu tun. Ja, ich sehe schon, Sie sind ein Ehrenmann. Sie werden dem Namen Wittelsbach keine Schande machen. Also, bleiben Sie weiter der Prinz Max. Na ja, schön. Und was machen Sie? Ich werde mich gut unterhalten. Frau! Also? Diskretion. Ja, Diskretion. Nun, ist alles erledigt. Der Mann spielt seine Rolle weiter. Aber Hoheit, das verstehe ich. Diplomatie, mein Lieber. Und Sie werden mir jetzt auch einen diplomatischen Dienst erweisen. Treten Sie näher! Treten Sie näher! Hier sehen Sie die Sensation des 19. Jahrhunderts. O'Hara, die Frau mit dem Zukunftsblick. O'Hara weiß alles. Sie errät Ihre geheimsten Wünsche und sagt Ihnen, wann sie in Erfüllung gehen. Wir wollen lieber gehen. Diese Oma ist mir zu gefährlich. Mich? Uah, auf gut Glück. Na, wollen wir tanzen, Dirndl? Hören Sie mal, Sie gehen aber mächtig ran, Sie Berggeister. Das ist noch gar nichts. Mich sollten Sie im Stollen sehen. Jetzt lassen wir das Mädel allein. Sie will ja auch ihre Freude haben. Wollen wir einen Blick in die Zukunft tun? Aber ist das gute Kind? Ah, das gute Kind. Das ist das Freundentochter. Na, wieso? Sehe ich denn aus wie Ihre Mutter? Nein, meine Mutter sieht ganz anders aus wie Sie. Wie bitte? Ich meine, Sie könnten ja glatt die ältere Schwester sein. Von Ihrer Mutter? Nein, ich meine von dem Fräulein. Ja, das ist ja merkwürdig. Also, das finde ich aber gar nicht. Ich bin ja ein ganz anderer Typ. Ja, aber mein Typ. Ach so, naja, das kann man machen, nicht? Ich war nicht schon beleidigt. Eine große Wendung steht Ihnen bevor. Sie finden das Glück, das Ihnen bestimmt ist. Sträuben Sie sich nicht dagegen. Eine hochgestellte Persönlichkeit. Genug. Warum soll sie denn aufhören? So viel wissen tut nicht gut. Sie muss es endlich wissen, dass ich es für das Beste halte, wenn sie meinen Vetter Max heiratet. Dass Majestät immer wieder damit anfangen müssen. Ich bin ja schon fertig damit, liebe Caroline. Beschlossen und befohlen. Luise heiratet den Max. Der Kurier ist bereits unterwegs. Und die Liebe, Majestät? Kann eine dicke... Nicht daneben, das heißt hinter ihm, wie sich das gehört. Die Franzosen reichen, wie sich das gehört. Nur eine Batterie feuert noch. Auf einmal. Ein fürchterlicher Knall. Die Angst? Angst. Ein Kanonenschuss. Um ein Haar und die Kugel hätte mich getroffen. So nah habe ich dem Tod ins Auge gesehen. Und seither zwinkere ich, mit Verlaub. Sie sind ja ein Held. Ich sehe, der Herr sind ein Patriot, Stasi. Der Herr bekommt das Löwenkabinett. Ich bin Ihnen sehr dankbar dafür. Sie geben es auch keinen Unwürdigen. Ich habe nämlich schon mit dem Prinzen Max von Bayern aus ein und demselben Bierkrügel getrunken. Was? Ja, gestern in Gosau. Drei Tage, nachdem der Prinz weggefahren war. Stasi! Der Herr bekommt das Napoleonzimmer. Und warum das Ganze? Nur wegen dem Prinzen Max von Bayern. Ist möglich, mein Stasi. Der Prinz Max? Ja, inkognito, inkognito. Ihr habt glaubt in Gosau? Inkognito, das heißt doch unerkannt. Heimlich. Ach so. Ja. Ein Schürzenjäger soll er sein. Der Prinz Max. Ein ausgesprochen fescher Mensch soll er sein. Ja, nur der wird so manchen Madel den Kopf verdrehen. Aber er kann doch auch alt sein. Aber der König ist alt, der Prinz ist immer jung. Er soll sein Hundeliebhaber sein. Und spülen soll er. Karten. Ja, und auch jedes Instrument.
Es heißt, dass er auch mit Uhren gut umgehen kann. Inkognito. Also Stas, jetzt gib schon endlich nur mit deinem Prinzen ab. Naja, es kommt doch schließlich nicht alle Tage vor, dass so ein hoher Herr in unsere Gegend kommt. Es ist ja gar nicht gesagt, dass er zu uns her nach Hallstatt kommt. Aber möglich wär's. Darum muss man jetzt jeden Fremden genauestens beobachten. Schau, aber Stas, wenn er nicht erkannt sein will. Man muss es ihm ja nicht sagen, dass man ihn erkannt hat, wenn man ihn erkannt hat. Also ich kann mich auf dich verlassen. Sofort, wenn du in Triest angekommen bist. Ich zum Grafen Plaketti. Gut, und was weiter? Und veranlasse, dass ich dir mit dem nächsten Kurier das Geld schicke. Ausgezeichnet. Also, angenehme Reise. Danke. Wiedersehen. Gnädiger Herr. Ach ja. Na. Unterteiligster Dank. Ein nobler Herr ist gerade angekommen. Ein guten Trinkgeld hat den Kutscher gegeben. Na. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Sie können die Koffer da herstellen. Ja, du bist ja ein schönes Hundi. Ah. Du, das könnte sein. Schau doch, wie lieber zu unserem Hund ist. Da geht der schon doch nicht wie ein Prinz aus. Das ist ja gerade das Verdächtige. Inkognito. Grüß Gott. Grüß Gott. Ist der Platz frei? Freilich. Dankeschön. Spielen's Garten? Ja. Machen wir eine Partie. Ja, aber bitte, ja. Mit dem größten Vergnügen. Ja, können Sie es gut? Na, ich glaube schon. Unter uns gesagt, ich habe nämlich zwei Leidenschaften. Kartenspiel. Egal, das ist ein herrliches Gefühl. Dass man machen kann, was man will. Dass man lachen kann, wie man will. Ein unerklärliches Gefühl. Dass man schimpfen kann, wie man will. Die Nase rümpfen kann, wie man will. Ein ganz gefährliches Gefühl. Dass nach Belieben man, wie man will. Auch noch lieben kann, wie man will. Ach, ist das doch ein herrliches Gefühl. Heute bin ich einmal inkognito. Schön ist doch so ein Inkognito. Heute bin ich nur der Herr sowieso. Ob jetzt der oder der, das ist egal. Heute bin ich einmal ganz unbekannt. Heute bin ich einmal ganz ungenannt. Was gibt mir Aussichten ungeahnt? Ob jetzt so oder so, das ist egal. Ob ich Baron bin oder Fürst X oder Herr vom Haben nix. Tiefes Geheimnis bleibt immerhin, wer ich bin, was ich bin, wie ich bin, denn ich bin heute ja einmal inkognito. Schön ist doch so ein Inkognito. Heute bin ich nur der Herr sowieso. Ob jetzt der oder 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 der, das ist egal. Glück auf! Glück auf! Glück auf! Wir sind erkannt. Ja, Ihre Idee, das mit dem Inkognito. Im Namen der Hallstätter Knappenschaft begrüßen wir unseren nahen Gast aus dem hohen Bayern. Umgekehrt. Umgekehrt. Den umgekehrten Gast vom Niederbayern, den hohen Gast vom nahen Bayern, den Herrn Obersteiger aus Berchtesgaden. Mit einem herzlichen Glück auf! Glück auf! Der Willkommengruß im treuen Sinn bringt ihn kein Bergmann, ist dahin. Der ist aber klein. Das ist wahrscheinlich für die niedrigen Stollen. Danke. Bitte. Der Herr Obersteiger zuerst. Sie vielleicht? Nein. Erst für den Gast. Aha, erst der Gast. Der Gast. Der Herr Obersteiger müssen ein paar Worte reden. Vier. Drei. Du hast verloren und musst in Hallstatt aussteigen. Ja, was, und du bist mich so ganz ohne Geld? Na, warum nicht? Na ja, einen guten kann ich dir da lassen. Na, sehr nobel ist das nicht. Ja, bitte. Nächste Station, Hallstatt! Musik.
Gott, Herr Wirt. Womit kann ich dienen? Kann ich jetzt immer für mich bei Ihnen haben? Leider, eins wäre noch frei, das ist aber für den Obersteiger aus Berchtesgaden reserviert. Ich zahle 50 Kreuzer. Leider. Einen Gulden. Leider. Einen Gulden 50. Aber ich sage Ihnen doch, dass ich keins frei habe. Ich kenne mich mit Ihnen nicht aus. Sie zwinkern ja fortwährend. Aber lieber Herr, das ist doch kein Zwinkern. Das ist das Nervenleiden eines Helden. Interessant. Ja bitte, wenn es Sie interessiert, kann ich es Ihnen ja erzählen. Es war bei der Schlacht von Aspern. Ja Vater, die Geschichte kennt doch eh schon jeder. Sei ruhig, das ist doch ein Fremder, ein Zugraster, der hört das zum ersten Mal. Also war bei der Schlacht von Aspern. Wir stürmen. Erzherzog Karl voran, ich daneben, das heißt hinter ihm, wie sich das gehört. Die Franzosen reichen, wie sich das gehört. Nur eine Batterie feuert noch. Auf einmal. Ein fürchterlicher Knall. Die Angst? Angst. Ein Kanonenschuss. Um ein Haar und die Kugel hätte mich getroffen. So nah habe ich dem Tod ins Auge gesehen. Und seither zwinker ich, mit Verlaub. Sie sind ja ein Held. Ich sehe, der Herr sind ein Patriot, Stasi. Der Herr bekommt das Löwenkabinett. Ich bin Ihnen sehr dankbar dafür. Sie geben es auch keinen Unwürdigen. Ich habe nämlich schon mit dem Prinzen Max von Bayern aus ein und denselben Bierkrügel getrunken. Was? Ja, gestern in Gosau. 3 Tage, nachdem der Prinz weggefahren war. Stasi! Der Herr bekommt das Napoleonzimmer. Und warum das Ganze? Nur wegen dem Prinzen Max von Bayern. Ist möglich, mein Stasi. Der Prinz Max? Ja, inkognito, inkognito. Ich hab glaubt in Gosa. Inkognito, das heißt doch unerkannt. Heimlich. Ach so, ja. Wie ein Schürzenjäger soll er sein. Der Prinz Max. Ein ausgesprochen fescher Mensch soll er sein. Ja, nur der wird so manchen Madeln den Kopf verdrehen. Aber er kann doch auch alt sein. Aber der König ist alt, der Prinz ist immer jung. Er soll sein Hundeliebhaber sein. Und spülen soll er. Karten. Ja, und auch jedes Instrument. Es heißt das auch mit Uhr. Kann ich dienen? Kann ich jetzt immer für mich bei Ihnen haben? Leider, eins wäre noch frei, das ist aber für den Obersteiger aus Berchtesgaden reserviert. Ich zahle 50 Kreuzer. Leider. Einen Gulden. Leider. Einen Gulden 50. Aber ich sage Ihnen doch, dass ich keins frei habe. Ich kenne mich mit Ihnen nicht aus. Sie zwinkern ja fortwährend. Aber lieber Herr, das ist doch kein Zwinkern. Das ist das Nervenleiden eines Helden. Interessant. Ja bitte, wenn es Sie interessiert, kann ich es Ihnen ja erzählen. Es war bei der Schlacht von Aspern. Ja Vater, die Geschichte kennt doch eh schon jeder. Sei ruhig, das ist doch ein Fremder, ein Zugraster, der hört das zum ersten Mal. Also war bei der Schlacht von Aspern. Wir stürmen. Erzherzog Karl voran, ich daneben, das heißt hinter ihm, wie sich das gehört. Die Franzosen reichen, wie sich das gehört. Nur eine Batterie feuert noch. Auf einmal. Ein fürchterlicher Knall. Die Angst? Angst. Ein Kanonenschuss. Um ein Haar und die Kugel hätte mich getroffen. So nah habe ich dem Tod ins Auge gesehen. Und seither zwinker ich, mit Verlaub. Sie sind ja ein Held. Ich sehe, der Herr sind ein Patriot, Stasi. Der Herr bekommt das Löwenkabinett. Ich bin Ihnen sehr dankbar dafür. Sie geben es auch keinen Unwürdigen. Ich habe nämlich schon mit dem Prinzen Max von Bayern aus ein und denselben Bierkrügel getrunken. Was? Ja, gestern in Gosau. 3 Tage, nachdem der Prinz weggefahren war. Stasi! Der Herr bekommt das Napoleonzimmer. Und warum das Ganze? Nur wegen dem Prinzen Max von Bayern. Ist möglich, mein Stasi. Der Prinz Max? Ja, inkognito, inkognito. Ich hab glaubt in Gosa. Inkognito, das heißt doch unerkannt. Heimlich. Ach so, ja. Wie ein Schürzenjäger soll er sein. Der Prinz Max. Ein ausgesprochen fescher Mensch soll er sein. Ja, nur der wird so manchen Madeln den Kopf verdrehen. Aber er kann doch auch alt sein. Aber der König ist alt, der Prinz ist immer jung. Er soll sein Hundeliebhaber sein. Und spülen soll er. Karten. Ja, und auch jedes Instrument. Es heißt, dass er auch mit Uhren gut umgehen kann. Inkognito. Also Stas, jetzt gib schon endlich nur mit deinem Prinzen Max. Naja, es kommt doch schließlich nicht alle Tage vor, dass so ein hoher Herr in unsere Gegend kommt. Es ist ja gar nicht gesagt, dass er zu uns her nach Hallstatt kommt. Aber möglich wär's. Darum muss man jetzt jeden Fremden genauestens beobachten. Schau, aber Stasi, wenn er nicht erkannt sein will. Man muss es ihm ja nicht sagen, dass man ihn erkannt hat, wenn man ihn erkannt hat.
Also ich kann mich auf dich verlassen. Sofort, wenn du in Triest angekommen bist. Ich zum Grafen Plaketti. Gut, und was weiter? Und veranlasse, dass ich... Ich suche dich überall und kann dich nirgends finden. Also, Sie können doch nicht hier hereinplatzen, wo ich mit den Herrn Obersteiger so was Wichtiges zu besprechen habe. Was sagst du? Obersteiger hast du gesagt? Ah, Doscha, da bist du der Kerl, der sich für mich ausgegeben hat. Jetzt kommst du mir nicht mehr raus. Hey, was ist denn? Nicht einmal ein Obersteiger sind Sie? Nein. Also ein Hochstapler, ein Oberstapler. Also, bitte, die Komödie muss jetzt ein Ende haben. Ich meine, Feinchen, mein Lieber. Psst. Wissen Sie denn überhaupt, mit wem Sie es zu tun haben? Ja? Seine königliche Hoheit, Prinz Max in Bayern. Prinz Max in Bayern. Was Besseres ist euch gar nicht eingefallen, wo seine Hoheit bei mir abgestiegen ist. Ach, das ist doch Unsinn. Was heißt das Unsinn? Einfach... Den kenne ich ja persönlich. Komm, ich führe dich gleich hin. Geh mal kurz. Sie sind doch jetzt. Sie sind doch ein paar Prinze. Nur ein Gehilfe sind Sie. Marsch zum Prinz. Hoheit, wir haben zwei Verbrecher gefasst. Dieser hatte sogar die Unverschämtheit, sich für Sie auszugeben. Aber nur gewisse Frechheit, der hat vorhin behauptet, er ist ich. Also bitte, Herr Spahn, legitimieren Sie uns. Dieser Herr ist seine Hoheit Prinz Max von Bayern. Was? Du bist... Nur Andreas Spahn. Also kein Prinz? Nein. Sehen Sie, lieber Schwiegerpapa, er gibt Ihnen einen Schwie ab. Ha? Sie lumpen, Sie hochschaffen. Herr Vater, so dürfen Sie nicht reden. Warum nicht? Weil ich ihn gern habe, Herr Vater. Er wird schon erklären können, warum er das alles gemacht hat. Naja, weil ich ihn drum gebeten habe. Ich danke Ihnen sehr, Herr Spahn. Sie haben dem Haus Wittelsbach einen großen Dienst erwiesen. Wir werden es nicht vergessen. Ein Orden ist Ihnen sicher. Danke, königlicher Orden. Das ist unser Max. Ja, naja, also ich werde jetzt wohl gehen. Nein, du musst bleiben. Naja, ich bin ja kein Prinz. Aber ein Freund des Prinzen und der Schwiegersohn des Goldenen Löwen. Hoheit haben allen Grund, zufrieden zu sein. Oh nein, denn einstweilen hat sich meine Braut, die Prinzessin Ludovica, Hals über Kopf in einen Obersteiger verliebt und hat ihn ebenso Hals über Kopf auf Befehl des Königs wieder im Stich gelassen. Sie sind doch selbst der Obersteiger. Ja, das ist aber purer Zufall. Aber sie liebt sie doch wirklich. Das wird sich erst noch zeigen müssen. Kannst du mich denn noch immer nicht verstehen? Oh doch, ich verstehe dich sehr gut. Verzeihung, ich müsste wohl erst königliche Hoheit und Sie zu dir sagen. Nein, ich weiß schon, man hat sich in Hallstatt ein paar Stunden recht gut unterhalten und dann ist man einfach auf und davon. Schau, ich unterstehe unserem Hausgesetz und dagegen gibt es nichts. Der König würde nie seine Einwilligung geben, dass wir beide... Ach was, König, Hausgesetz, wenn man wirklich liebt. So wie ich geglaubt habe, dass du mich liebst und so wie ich weiß... dass ich dich liebe, dann kümmert man sich um nichts auf der Welt. Wir können doch in ein paar Stunden über der Grenze sein. So bald wird man uns nicht finden. Uns steht doch die ganze Welt offen. Na, ich sehe schon. Das kommt natürlich für die Prinzessin Ludovica nicht in Frage. Sei nicht böse. Der Herr Obersteiger müssen ein paar Worte reden. Nein, das bitte, ich bin so gerührt. Aber vielleicht mein Gehilfe. Ja. Ah, der Herr Sprengmeister. Ja, mein Sprengmeister wird statt mir sprechen. Liebe Bergkollegen, meine Herren Bohrer, wenn jemand so wie wir jahrzehntelang im Salzbergbau Salz geschlürft, schürft hat in der Tiefe, dann will er ja keine tiefschürfenden Reden. Wir wollen uns vielmehr für diesen feurigen Empfang bedanken in knappen Worten, in knappen Worten und sagen nur, auf gut Glück. Glück auf! Oder so. Und nun übergeben wir euch zwei Bergknappengewänder, damit ihr zum heutigen Viertagfest standesgemäß angezogen seid. Thank you.
heutigen Kirtag mit einem Untersteirerland eröffnet haben, hat das einen besonderen Grund. Schon bei der Schlacht von Aspern. Hör schon auf. Wir wollen endlich tanzen. Ja, bitte, Herr Huber, wenn er kann schon wieder nicht erwarten, dann tanzt halt gute Unterhaltung. Aber unser Gast, der Herr Obersteiger, muss die Eröffnungsrunde tanzen. Herr Obersteiger, suchen Sie noch ein Dirndl aus. Kommen Sie doch, Hoheit. Da brauche ich nicht lang suchen. Da hören Sie mal, was ist denn nun los? Seine Majestät, erwarten seine königliche Hoheit. Stehen Sie bequem. Seine Majestät, der König, besitzt bereits seit gestern Abend das Handschreiben, das mir seine Hoheit übergeben hat. Ich bin geritten wie der Teufel. Ohne Schlaf, ohne Rast, ohne Schonung. Die armen Pferde. Sind seine Königliche Hoheit mit mir zufrieden gewesen? Zufrieden? Das größte Unheil haben Sie angerichtet mit Ihrer blödsinnigen militärischen Hast. Ich verstehe nicht. Erst wird es das anbefohlen und dann ist es falsch. Wer soll sich da auskennen? Tja, mein Lieber, das ist eben der Unterschied zwischen einem Briefträger und einem Diplomaten. Wenn das Diktat deines Herzens dir wichtiger ist als der Wille deines Königs, lass ich meinen Plan fallen. Das Projekt mit Luise ist vergessen und begraben. Du brauchst dich nicht mehr um sie zu kümmern. Aber um Himmels Willen, Majestät, ich bin ja nur gekommen, um meinen Brief aus Hallstatt untertänigst zu widerrufen. Du willst also nicht heiraten? Doch, Majestät, genau wie Majestät befohlen haben. Die Luise? Ja. Und auf die Ehe mit der Gmundnerin verzichtest du? Keineswegs. Ja, willst du denn der erste Bigamist in unserer Dynastie werden? Nein, aber vielleicht der erste, der glücklich verheiratet ist. Das verstehe ich nicht. Erzähl. Nein, 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 mein lieber Längsfeld, aus mir werden Sie nichts herausbekommen. Ich bin eben Diplomat und sehr zugeknüpft. Mit einer Ausnahme, Herr Major. In wieso? Der dritte Knopf. Ich werde auch dem König nichts anderes sagen. Ich gebe nicht nach. Denk an deine hohe Schwester in Wien. Das tue ich ja auch. Hast du nicht das Gefühl, dass es genügt, wenn eine deiner Töchter so todunglücklich ist? Hätte sie sich vielleicht auch lieber für einen Steiger... Obersteiger... ...statt für den künftigen Kaiser von Österreich entscheiden sollen. Contenance, Hoheit. Seine Majestät, der König. Na? Schöne Geschichten hört man von dir. Das gute Kind wird sich bestimmt fügen, Majestät. Es ist alles in Ordnung. Nein, Majestät, nichts ist in Ordnung. Das ist ja reizend. Du willst also den Maximilian, den ich für dich zum Mann bestimmt habe, auf keinen Fall heiraten? Nein, auf gar keinen Fall. Sie ist halt noch zu jung für die Liebe, Majestät. Sie kann sich vielleicht noch nicht entscheiden. Ich habe mich schon entschieden, Majestät. Und ich weiß sehr genau, was... Da, ja. Gott sei Dank. Ich glaube, wir sind gerade noch rechtzeitig ans Ufer gekommen. Das ist ein Herz, das ist gut. Ja, aber jetzt finde ich keine. Ah, danke schön. Was macht ein junger Träger? Was dir in der Lust gibt, noch einer noch?
und schnell dahin sein Schnutzerl. Und muss, und das ist Grund, weil er noch, ja, braucht, weil er noch, ja, braucht, weil er noch. Das macht der junge Jäger, man stirbt nur aus dem Loch. Bei Jäger, bei der Jäger, ist das Spiel, was, wo, was dabei. Und wird der Freund und Gelter, dann sprechen wir schön Wort. Nur mehr noch seinen Bock, den Bock, den Bock, den Bock. Ja, nur mehr noch den Bock. Was macht der alte Jäger? Sieht er ein Tier nur schon, dann nimmt er schnell sein Stutzel und rennt damit davon. Es gibt heute jeder aufs Tier nicht mehr auf. Liebespaare. Ja. Was wollen Sie denn tun? Auch ein Herz schnitzen. Wir sind doch kein Liebespaar. Ach ja, richtig. Wir sind ja kein Liebespaar. Ja, jetzt höre ich nichts mehr. Aber vielleicht hört jetzt das Dirndl etwas. Das Dirndl darf nichts hören. Aber denken Sie doch an die weise Omara. Gegen das, was einem bestimmt ist, soll man sich nicht wehren. Alles kommt, wie es kommen muss. So, da bin ich. Der Obersteiger aus Berchtesgaden ist da. Ja, das wissen wir eh. Da gleich sage ich den Obersteiger aus Berchtesgaden. Kein Zimmer reserviert worden? Ja, frei, die haben wir reserviert und er ist auch schon seit gestern drin. Wer? Der Obersteiger. Seid ihr alle aufs Hirn geflogen? Der Obersteiger bin du ich. Seid sie vielleicht gar zwei Obersteiger? Im Berchtesgaden gibt's nur einen Obersteiger, ne? Na eben, und der ist schon da. Ja, als Fräule bin ich da, oder glaubst du, ich bin ein Geist? Hm? Ja, aber beim Fest draußen ist auch einer. Was, Herr wo steckt der Schwindel, den bringe ich um? Nein, ich werde den Wirt nicht mehr Bescheid sagen. Das ist nicht nötig. Sagen Sie, Sie sind aus Bayern? Das will ich meinen, ja. Aha. Na, dann ist es meine Pflicht, diese Angelegenheit in Ordnung zu bringen. Ach, sind Sie mal vielleicht der Lump, der sich auf die andere ausgibt? Was ist denn? Sie Narsch, Mann. Ja, wie reden denn Sie mit seiner Hoheit? Was? Unseren durchlauflichsten Herrn Prinzen vom Matz von Bayern? Hoheit, Entschuldigung, ich habe nicht gewusst, dass Hoheit... Ja, ist schon gut, es sei Ihnen verziehen. Aber jetzt kommen Sie mal mit. Ja, bitte, Hoheit. Da sieht man wieder, was eine Hoheit ist. Wie fein der sogar mit einem Schwindler umgeht. Na ja, der kennt sie eben aus. Sagen Sie, wie können Sie denn sagen, dass Sie der Obersteiger aus Berchtesgaden sind? Na, Hoheit, weil ich ja wirklich bin. Nicht? Ja, das ist ja Ihr Unglück. Wieso? 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 Weil man Sie sucht. Was, mich? Ja. Es ist doch eine Geschichte passiert. Also, ich muss schon sagen, peinlich. Sehr peinlich. Ich traue mich gar nicht drüber zu reden. Hoheit, meine, wegen dem Kind? Sehr richtig, wegen des Kindes. Aha, hat das Frauenzimmer mich schon gesucht? Was heißt gesucht? Geschrien und getobt hat sie. Ah, das war die Zenzi, die kennt, die macht das immer. Zenzi, so hat sie geheißen, jetzt erinnere ich mich. Ja. Ist sie noch da, Hoheit? Das ist schon möglich. Ja, was soll ich jetzt machen? So schnell wie möglich abreisen. Heute Abend noch. Na ja, also bitte, morgen früh wäre es ja auch noch möglich. Aber jedenfalls so schnell wie möglich. Ja, aber Hoheit, im Gasthaus weiß man, dass ich der Obersteiger bin aus Berchtesgaden. Ja, allerdings. Aber ich werde sagen, dass Sie nicht der Obersteiger aus Berchtesgaden sind. Danke, Hoheit. Hoheit, bei uns in Bayern erzählen Sie, dass der Herzog Max wirklich ein Herz hat für sein Volk und dass ich gerade die Gnade habe, den Herzog Max zur Güte zu stellen. Ja, ist schon gut. Halten Sie keine Rede. Aber merken Sie sich, ich bin inkognito. Entschuldigen Sie bitte, ich muss mal schnell. Hoheit, dass ich der Obersteiger von Berchtesgaden bin, das wird doch hoffentlich kein Mensch erfahren. Hoffen wir's. Hoheit! Hohe Zeit, ich meine, es ist höchste Zeit, dass ich Sie treffe, dass ich dich finde. Ich bin ganz nervös. Ich muss dich dringend sprechen, Luise. Schade, aber bitte, ich will nicht stören. Sehr liebenswürdig. Hoheit, wir müssen sofort abreisen. Prinz Max ist hier.
Hoheit, etwas sehr Peinliches. Der Obersteiger aus Berchtesgaden ist da. Der Prinz weiß doch nicht, wer ich bin. Erstlinger. Aha, erster Gast. Der Gast. Der Herr Obersteiger, müssen ein paar Worte reden. Nein, das bitte, ich bin so gerührt. Aber vielleicht mein Gehilfe. Ja. Ah, der Herr Sprengmeister. Ja, 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 mein Sprengmeister wird statt mir sprechen. Also, liebe Bergkollegen, meine Herren Bohrer, wenn jemand so wie wir jahrzehntelang im Salzbergbau Salz geschlürft, schürft hat in der Tiefe, dann will er ja keine tiefschürfenden Reden. Wir wollen uns vielmehr für diesen feurigen Empfang bedanken in knappen Worten, in knappen Worten und sagen nur auf gut Glück. Glück auf! Oder so. Und nun übergeben wir euch zwei Bergknappengewänder, damit ihr zum heutigen Kirchtagfest standesgemäß angezogen seid. Unseren heutigen Kirchtag mit einem Untersteirer Landwehr eröffnet haben, hat das einen besonderen Grund. Schon bei der Schlacht von Aspern. Ja, schon auf. Wir wollen endlich tanzen. Ja, bitte, Herr Huber, der kann schon wieder nicht erwarten, dann tanzt heute gute Unterhaltung. Aber unser Gast, der Herr Obersteiger, muss die Eröffnungsrunde tanzen. Herr Obersteiger, suchen Sie mir ein Dirndl aus. Kommen Sie doch, Hoheit. Da brauche ich nicht lang suchen. Da hören Sie mal, was ist denn nun los? Wo Sie zu Besuch weit, mit den anderen Mädeln rübergeschmuggelt. Eloise? Naja, es ist ja bitter, dass die Prinzessin sich mit Ihnen einen kleinen Spaß gemacht hat, aber Sie müssen doch Vernunft annehmen. Spaß? Das war kein Spaß. Na, wären es nur nicht gleich größenwahnsinnig. So eine Verbindung zwischen Hoch und Nieder gibt es in Hallstatt in 1000 Jahren nur einmal. Ja, sag, wer du steckst denn? Ich such dich überall und kann den nirgends finden. Na, Sie können doch nicht hier hereinplatzen, wo ich mit den Herrn Obersteiger so was Wichtiges zu besprechen habe. Was sagst du? Obersteiger, hast du gesagt? Adosha. Da bist du der Kerl, der sich für mich ausgegeben hat. Jetzt kommst du mir nicht mehr raus. Hey, was ist denn? Nicht einmal ein Obersteiger sind Sie? Nein. Also ein Hochstapler, ein Oberstapler. Also, bitte, die Komödie muss jetzt ein Ende haben. Ich meine, feinchen Name, mein Lieber. Psst. Wissen Sie denn überhaupt, mit wem Sie es zu tun haben? Ja? Seine königliche Hoheit, Prinz Max in Bayern. Prinz Max in Bayern. Was Besseres ist euch gar nicht eingefallen, wo seine Hoheit bei mir abgestiegen ist. Ach, das ist doch Unsinn. Was heißt Unsinn? Einfach... Den kenne ich ja persönlich. Komm, ich führe dich gleich hin. Geh mal kurz. Sie sind doch ein Prinz. Nur ein Gehilfe sind Sie. Marsch zum Prinz. Hoheit, was ist denn los? Hoheit, wir haben zwei Verbrecher gefasst. Dieser hatte sogar die Unverschämtheit, sich für Sie auszugeben. Aber nur diese Frechheit, der hat vorhin behauptet, er ist ich. Also bitte, Herr Spahn, legitimieren Sie uns. Dieser Herr ist seine Hoheit Prinz Max von Bayern. Was? Du bist... Nur Andreas Spahn. Also kein Prinz? Nein. Sehen Sie, lieber Schwiegerpapa, er gibt Ihnen einen Schwie ab. Ha? Sie lumpt sie hochschaffen. Herr Vater, so dürfen Sie nicht reden. Warum nicht? Weil ich ihn gern habe, Herr Vater. Er wird schon erklären können, warum er das alles gemacht hat. Naja, weil ich ihn drum gebeten habe. Ich danke Ihnen sehr, Herr Spahn. Sie haben dem Haus Wittelsbach einen großen Dienst erwiesen. Wir werden es nicht vergessen. Ein Orden ist Ihnen sicher. Danke, königlicher Orden.
Das ist unser Max. Ja, naja, also ich werde jetzt wohl gehen. Nein, du musst bleiben. Naja, ich bin ja kein Prinz. Aber ein Freund des Prinzen und der Schwiegersohn des Goldenen Löwen. Hoheit, haben allen Grund, zufrieden zu sein. Oh nein, denn einstweilen hat sich meine Braut, die Prinzessin Ludovica, Hals über Kopf in einen Obersteiger verliebt und hat ihn ebenso Hals über Kopf auf Befehl des Königs wieder im Stich gelassen. Sie sind doch selbst der Obersteiger. Ja, das ist aber purer Zufall. Aber sie liebt sie doch wirklich. Das wird sich erst noch zeigen müssen. Kannst du mich denn noch immer nicht verstehen? Oh doch, ich verstehe dich sehr gut. Verzeihung, ich müsste wohl es königliche Hoheit und sie zu dir sagen. Nein, ich weiß schon, man hat sich in Hallstatt ein paar Stunden recht gut unterhalten und dann ist man einfach auf und davon. Schau, ich unterstehe unserem Hausgesetz und dagegen gibt es nichts. Der König würde nie seine Einwilligung geben, dass wir beide... Ach was, König, Hausgesetz, wenn man wirklich liebt. So wie ich geglaubt habe, dass du mich liebst und so wie ich weiß, dass ich dich liebe. Hergegangen, du weißt sehr genau, meine liebe Caroline, für unser einen gibt's nur eines. Heiraten oder glücklich sein. Also, Majestät. Womit ich nichts gegen die Liebe gesagt haben will. Die schlagt sie schon nach dem ersten Dutzend Kindern ganz von selbst dazu. Die Dame habe ich in der Hand. Aber der König sticht. Dass ihr euch nicht täuscht. Herz ist Trumpf. Und ihr habt ihr ins Eigerl geschaut, die Eigerl waren trieb. Und ich habe mir's nicht sagen traut, dass ich dich so lieb. Denn schau, ich lieb dich so fest wie der Baum seine ist. Unser wiederer Himmel, seine Sternflut, so hab ich dich gern. Wie ich in dein Gesicht lesen kann, findst du an mein Lied ein Gefallen dran. Gib mir jetzt dein kleines Handel her, ich brauche nicht mehr. Will dich gar nix fragen, brauchst du mir gar nix um. Denn ich hab dir in die Eigen geschaut, die Eigen waren trieb. Und ich hab mir's nicht so getraut, dass ich dich so Eigentlich wollten Sie mir doch vom Salzbergbau erzählen, Herr Obersteiger. Ja, ja. Ja, ich weiß aber nicht, was Sie schon davon wissen. Wenig. Das ist aber eine Schande, denn der Salzbergbau ist ja, also, der Salzbergbau. Es interessiert mich sehr, der Salzbergbau. Ja, also bitte, da ist zunächst einmal... Der Berg. Der Berg. Und in diesem Berg ist ein... Das Salz. Nein, das ist der Stollen. Das ist der Stollen und in dem Stollen drin... Ist der Obersteiger. Nein, da ist jetzt das Salz. Und der Obersteiger haut's. Der haut das Salz und daraus entwickelt sich dann so ganz selbstverständlich die Saline. Ja, was ist denn das? Sie wissen nicht, was eine Saline ist, aber Nein. Ich bitte Sie, eine Saline. Eine Saline ist das, wo, wenn das Salz, nicht? Also das Salz... Ich mag jetzt nicht von so salzigen Dingen reden. Von was denn? Lieber von was Süßem. Vielleicht von meinem Lebkuchen, Herz? Ja, 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 Herz ist richtig. Wollen wir hören, was es sagt? Ja, bitte. So ein Glück, geh zu ihm. Ich bitte dich, geh zu ihm, ich komm bald nach. Aber vorher muss ich noch was ins Reine bringen. Achsi-Backen, das ist gut. Das ist sehr gut, dass Sie backen. Was, Sie freuen sich, wenn Ihre Gäste abreisen? Das ist denn ein komischer Wirt. Ich rede jetzt nicht als Wirt, sondern als baldiger Verwandter des königlichen Hauses. Und als solcher kann ich nicht dulden, dass Sie länger bei mir wohnen. Also bitte, ja, bitte, das wollte ich Ihnen nur sagen. Und da werfen Sie einfach all Ihre Gäste hinaus? Nein, nur den Herrn Obersteiger. So, und darf ich fragen, warum? Wegen Ihrer Liebesaffäre. Ein Obersteiger wird doch noch an einem Mundner Dirndl gefallen finden können, ohne dass die Moral ihres Hauses darunter leidet. Nicht mein Haus, sondern das Haus Wittelsbach.
Ihr sogenanntes Gmundner Dirl ist nämlich Prinzessin Ludovica von Bayern, die was die Schwester unserer Erzherzogin Sophie ist. Nein, unmöglich! Aber das pfeifen doch schon alle Gräfinnen von den Dächern. Sie hat sich von Schloss Ort, wo sie zu Besuch weit, mit den anderen Mädeln rübergeschmuggelt. Eloise? Naja, es ist ja bitter, dass die Prinzessin sich mit Ihnen einen kleinen Spaß gemacht hat, aber Sie müssen doch Vernunft annehmen. Spaß? Das war kein Spaß. Na, wären es nur nicht gleich größenwahnsinnig. So eine Verbindung zwischen Hoch und Nieder gibt es in Hallstatt in 1000 Jahren nur einmal. Ja, sag, wird muss dick sein. Ich suche dich überall und kann den nirgends finden. Na, Sie können doch nicht hier hereinplatzen, wo ich mit den Herrn Obersteiger so was Wichtiges zu besprechen habe. Was sagst du? Obersteiger, hast du gesagt? Ah, das ja. Da bist du der Kerl, der sich für mich ausgegeben hat. Jetzt kommst du mir nicht mehr raus. Hey, was ist denn? Nicht einmal ein Obersteiger sind Sie? Nein. Also ein Hochstapler, ein Oberstapler. Also, bitte, die Komödie muss jetzt ein Ende haben. Ich meine, feinchen Name, mein Lieber. Psst. Wissen Sie denn überhaupt, mit wem Sie es zu tun haben? Ja? Seine königliche Hoheit, Prinz Max in Bayern. Prinz Max in Bayern. Was Besseres ist euch gar nicht eingefallen, wo seine Hoheit bei mir abgestiegen ist. Ach, das ist doch Unsinn. Was heißt Unsinn? Den kenne ich ja persönlich. Komm, ich führe dich gleich hin. Sie sind ruhig. Sie sind nur ein paar Prinzen. Nur ein Gehilfe sind Sie. Marsch zum Prinz. Hoheit, was ist los? Hoheit, wir haben zwei Verbrecher gefasst. Dieser hatte sogar die Unverschämtheit, sich für Sie auszugeben. Aber nur diese Frechheit, der hat vorhin behauptet, er ist ich. Also bitte, Herr Spahn, legitimieren Sie uns. Ja, also, dieser Herr ist seine Hoheit Prinz Max von Bayern. Was? Du bist? Nur Andreas Spahn. Also kein Prinz? Nein. Sehen Sie, lieber Schwiegerpapa, er gibt Ihnen einen Schwie ab. Ha? Sie lumpt, Sie hochschaut. Herr Vater, so dürfen Sie nicht reden. Warum nicht? Weil ich ihn gern habe, Herr Vater. Er wird schon erklären können, warum er das alles gemacht hat. Naja, weil ich ihn drum gebeten habe. Ich danke Ihnen sehr, Herr Spahn. Sie haben dem Haus Wittelsbach einen großen Dienst erwiesen. Wir werden es nicht vergessen. Ein Orden ist Ihnen sicher. Danke, königlicher Orden. Das ist unser Max. Ja, naja, also ich werde jetzt wohl gehen. Nein, du musst bleiben. Naja, ich bin ja kein Prinz. Aber ein Freund ist... Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Hoheit, mir fehlen die Worte, bitte. Es ist heller Morgen. Sagen Sie nichts, Blankenfeld. Würde ich mir nie erlauben, Hoheit. Es war ein Traum. Ein wunderschöner Traum. Bitte sehr. Hoheit, träumen wunderschön und ich habe die ganze Nacht vor Angst kein Auge geschlossen. Dass er... Bitte, wir haben überall gesucht, aber Frau Louis... Bitte, da ist sie ja. Nicht wahr, da steht sie wie durch ein Wunder, ja. Sie hatte sich versteckt. Sie wollte uns erschrecken, sie machte einen kleinen Scherz mit uns. Wie lustig, man macht ja mal Scherz, nicht? Ach, Hoheit. Aufwachen! Aufwachen! Öffnen Sie! Öffnen Sie! Kurier des Königs von Bayern! Aufwachen! Aufwachen! Öffnen Sie! Öffnen Sie! Kurier des Königs von Bayern! Nö, für niemanden zu sprechen. Auch nicht für den König von Bayern. König von Bayern? Moment. Aufwachen, aufwachen! Kurier des Königs! Öffnen Sie! Öffnen Sie, Kurier aus München! Aufwachen! Aufwachen! Ja, ich komm schon. Was willst du denn, aller Freo? Ich komme aus München. Was hätte das jetzt nicht ein bisschen später sein können? Bei Ihnen ist ein Mitglied des königlichen Hauses abgestiegen? Ja, ja, Umschlachter. Herr Kamerad! Seine Hoheit ruht, er geruht zu Ruhe. Den werden Sie aber nicht erwecken können, der hat das dann gesoffen wie ein Loch. Herr Schweige! Pardon für den einfältigen Vorwitz des schlichten Mannes aus dem Volke. Seine Hoheit hat sich an den Spezialitäten meines Hauses deppert gefressen. Jetzt hat er mich angesteckt. Delektiert! Ja, so kann man auch sagen. Bitte bringen Sie mich zu seiner Hoheit. Ich reite voran. Wo ist denn die Uniform? Was ist denn?
Hoheit. Königliche Hoheit. Knappen warten und sagen nur, auf gut Glück. Glück auf! Oder so. Und nun übergeben wir euch zwei Bergknappengewänder, damit ihr zum heutigen Kirchtagfest standesgemäß angezogen seid. Heutigen Kirchtag mit einem Untersteirer Landwehr eröffnet haben, hat das einen besonderen Grund. Schon bei der Schlacht von Aspern. Hör schon auf, wir wollen endlich tanzen. Ja, bitte, Herr Huber, wenn er kann schon wieder nicht ein Wort, dann tanzt halt gute Unterhaltung. Aber unser Gast, der Herr Obersteiger, muss die Eröffnungsrunde tanzen. Herr Obersteiger, suchen Sie mir ein Dirndl aus. Tun Sie doch, Hoheit. Da brauche ich nicht lang suchen. Da hören Sie mal, was ist denn nun los? Hoheit nicht zu tanzen gerufen. Hoheit werden bestimmt sonst nicht immer Hoheit. Sie wissen. Entschuldige, Andreas. Herr von Spaun, das Inkognito habe ich vergessen. Das ist mir sehr unangenehm, wenn Sie immer Hoheit zu mir sagen. Es soll doch niemand erfahren, wer ich. Oh, hoppla. Sie kommen mir wie gerufen. Ich habe eben gehört, dass sich eine Hoheit hier befinden soll. Stimmt das? Ja, freilich. Aber Inkognito. Ja, natürlich. Wer ist es denn? Das darf ich doch nicht sagen. Aber mir als Steiger. Prinz Max von Bayern. Ja, das weiß ich, außer ihm. Na, sonst niemand. Ich meine den Herrn, mit dem der Wirt spricht. Na, aber das ist er doch, der Prinz Max. Aber nein. Aber ja, na, Herrn, Sie werden doch kennen. Der wohnt doch bei uns. Was? Na, der Herr ist doch aus Bayern. Ja, ja. Da sollten Sie eigentlich den Prinzen Max kennen. Das ist Prinz Max? Das ist doch unerhört. Platz da. Aber lassen Sie doch, wir haben doch Zeit. Was ist denn hier los? Kirchtag ist heute. Haben Sie das gehört, Hoheit? Ja. Hier gibt's noch was, ja? Ist erlaubt. Eins ist auch noch was, ja. Danke. Es war mir ein Vergnügen. Was ist denn? Auf Wiedersehen. Guten Tag. Auf Wiedersehen. 13. Ja. Ich glaube, hier sind wir im richtigen Jagdrevier, Hoheit. Ja, das Gefühl habe ich auch. Wir bleiben also, Hoheit? Natürlich. Bravo. Oh. Pardon, Hoheit. Nicht Hoheit. Ich will nicht, dass man weiß, wer ich bin. Verzeihung, Hoheit, dass ich Hoheit gesagt habe. Ich werde von jetzt ab nie mehr Hoheit sagen, Hoheit. Ja, es ist die höchste Zeit. Ich mag nicht, dass der König uns auch noch auf diese Eskapade draufkommt. Zu Befehl. Strengstes Inkognito, Hoheit. Also los, machen Sie uns Quartier. Jawohl. Und vergessen Sie nicht, Kriegelstein, ich möchte nicht erkannt werden. Ja, und als was? Als was soll ich uns ausgeben? Was weiß der nicht? Lassen Sie sich was einfallen. Wozu sind Sie mein Adjutant? Stasi, bringt den Kaffee auf das Gemach seiner königlichen Hoheit Prinz Max von Bayern. Er hat uns erkannt, komisch. Wieso wissen Sie? Was? Dass seine königliche Hoheit Prinz Max in Bayern da ist, erst inkognito. Natürlich. Seine Hoheit wünscht nicht erkannt zu werden. Stimmt.
wie der Mann das erraten hat. Und was wünschen die Herren? Zwei Zimmer. Leider, keins mehr frei. Der spielt das ausgezeichnet. Woher kommen die Herren? Aus Bayern. Ah, da sind Sie vielleicht der Obersteiger aus Berchtesgaden. Ja, ja, der Obersteiger aus Berchtesgaden. Na, das ist was anderes. Für Sie ist ja das Zimmer reserviert. Der Mann entwickelt direkt diplomatische Fähigkeiten. Wunderbar. Wer ist denn der? Das ist mein Adjunkt. Ein Adjunkt? Ja, ja, mein Adjunkt. Der Mann hat großartige Einfälle. Aha. Na, der Adjunkt, der kann ja beim Schankburschen schlafen. Bitte kommen Sie, Herr Obersteiger. Beim Schankburschen? Ja, gibt's denn hier kein weibliches Personal? Ach, du liebes Bisschen, jetzt müssen wir mit allen zusammen in diesem Raum schlafen. Ja, warum nicht? Ich finde das hier sehr lustig. Im Ernst, du halt? Wirklich, Luise? Ich finde es nämlich gar nicht lustig. Und dazu noch diese zudringlichen Männer. Wer war zudringlich? Na, der junge Mann vorhin auf der Straße. Meinen Sie, der mir so nett geholfen hat? Ja, der. Der war doch nicht... Kriegelstein, ich möchte nicht erkannt werden. Ja, und als was... Als was soll ich uns ausgeben? Was weiß der nicht? Lassen Sie sich was einfallen. Wozu sind Sie mein Adjutant? Stasi, bringt den Kaffee auf das Gemach seiner königlichen Hoheit Prinz Max von Bayern. Er hat uns erkannt. Komisch. Wieso wissen Sie? Was? Dass seine königliche Hoheit Prinz Max in Bayern da ist, erst inkognito. Natürlich. Seine Hoheit wünscht nicht erkannt zu werden. Stimmt. Wie der Mann das erraten hat. Und was wünschen die Herren? Zwei Zimmer. Leider. Keins mehr frei. Der spielt das ausgezeichnet. Woher kommen die Herren? Aus Bayern. Ah, da sind Sie vielleicht der Obersteiger aus Berchtesgaden. Ja, ja, der Obersteiger aus Berchtesgaden. Na, das ist was anderes. Für Sie ist ja das Zimmer reserviert. Der Mann entwickelt direkt diplomatische Fähigkeiten. Wunderbar. Wer ist denn der? Das ist mein Adjunkt. Ein Adjunkt? Ja, ja, mein Adjunkt, der Mann hat großartige Einfälle. Aha. Na, der Adjunkt, der kann ja beim Schankburschen schlafen. Bitte kommen Sie, Herr Obersteiger. Beim Schankburschen? Ja, gibt's denn hier kein weibliches Personal? Du liebes Bisschen, jetzt müssen wir mit allen zusammen in diesem Raum schlafen. Ja, warum nicht? Ich finde das hier sehr lustig. Im Ernst, du halt? Wirklich, Luise? Ich finde es nämlich gar nicht lustig. Und dazu noch diese zudringlichen Männer. Wer war zudringlich? Na, der junge Mann vorhin auf der Straße. Meinen Sie, der mir so nett geholfen hat? Ja, der. Der war doch nicht zudringlich. Haben Sie denn nicht gesehen, wie der mir nachgestarrt hat? Ihnen? Ihnen? Mir hat sie nachgesehen. Ja, natürlich. Herein! Ach, das wird unser Gepäck sein, Kriegelstein. Ah, so, na. Du hast die Bagage für einen Obersteiger. Ja. Und du kommst gleich mit mir in meine Kammer, damit du weißt, wo es dein Bett dort hast. Ja, ich möchte eigentlich noch etwas hierbleiben und verschnaufen bei seiner Hohe, beim Herrn Obersteiger. Und was das Ordnung machen anbetrifft in unserer Kammer. Ordnung machen? Natürlich! Ja, 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 ja. Es wird aufteilt. Ein Monat ich, ein Monat du. Ah. Du fangst halt an. Das sind ja schöne Aussichten. Ah. Ich bin ganz Ihrer Meinung, Kriegelstein. Schauen Sie mal da hinunter. Das ist ein interessanter Wildbestand. Zarte Rehe, leichtfüßige Gämsen. Ein paar ältere Ziegen sind auch dabei. Ja, also Kriegelstein, ich muss Ihnen sagen, der Wirt hat das mit dem Obersteiger großartig gemacht. Jetzt bin ich wirklich inkognito. Schön ist doch so ein Inkognito. Heute bin ich nur der Herr sowieso. Ob jetzt der oder der, das ist der.